Jetzt ist gut, ab jetzt ist clean. Ab jetzt kannst du aufnehmen, weil ab jetzt ist wie so, jetzt weiss ich, jetzt kommt das Zeug ins Internet und ich krieg vom Ombudsmann keinen Kessel. Der viel gut Ombudsmann. Kommst du der Schule, da kommst du mit dieser Brille, mit dem Schnauz und der Nase. Guten Tag. Ich habe gehört, Sie haben da Minderheiten diskriminiert. Ich lüte an. So, ja. Von irgendeiner Anonymnummer. Ja, wie heißt das, Alter? Wie hat das geheißen? Alter, Teleton. Nein, nicht Teletoni. Wie das Scheiß geheißen? Ja, aber nicht sowas. Internetseite, Alter. Was das, wie viele tausend Viren das auf irgendwelchen Eltern ihre PCs abgeladen. Du hast einfach können, Marco Fono, du hast einfach können gratis ja, genau, so, so Sachen drucken. Und das hat legit jemandem angelüht, und ich gar nicht weiss, wie das funktioniert. Und dann hast du können alle den Knopf drucken. Ja, Pizza, hallo, das kann ich sagen. Mein Vater hat mal irgendjemanden angeleitet und irgendwie, der hat ein Restaurant in Zermatt und der, der vor ihm das Restaurant hatte, hat irgendwie auch Heinz geheißen. Und danach hat er ein Telefon gekriegt und dann heißt es so: Hallo, ist der Hans da? Ah ja, der Klasse. Oder? Und er so: Nein, das ist der Heinz. Halt die Fresse! Ja, ja. So, oder? Ja, ja. Das Arschloch schuldet mir noch Geld. Und dann ist es irgendwie so, 5 Minuten ist es so gegangen und mein Vater ist so ein bisschen drauf reingekommen. Und nachher hat es ihn so genervt, dass er drauf reingekommen ist. Und dann hat er irgendwann gefunden, er macht das bei einem Kollegen von uns, wo du auch schon kennengelernt hast, wo ein Restaurant in Basel hat. Mm. Oh, ja. Der Kollege, der mich vor 2 Wochen gefragt hat, wer ich genau sei, ja. Nachdem er mich eine halbe Stunde auf der Bühne gesehen hat. Ja. Und ich nachher bei ihm in der Spunde gesessen bin. Also, ich kann dich noch nicht zuordnen. Wer bist du denn genau? Und ich so, ich bin vor da auf. Jetzt macht es Sinn. Also, genau dem. Ja. Und bei ihm ist es wirklich so gesehen. So, ja, hallo? Und dann ist er so, ist Hans da? Das Arschloch schuldet mir noch Geld an. Alles klar, wunderbar, einen schönen Abend. Dann darf ich draufgehackt. Das hast du alles gesehen. Aber da haben früher noch Leute im Tram, ich weiss es noch, als ich Kind war, ich war so knapp 10 oder so gewesen, und ich habe an der 14er Linie gewohnt und wir haben immer zu oben, zum Beispiel wenn ich irgendwie ins Schlagzeug oder so, habe ich mit dem 14er zum Aschenplatz fahren und ich habe immer zu oben eine Zeit lang, ich weiß auch nicht, ich bin halt immer zur gleichen Zeit im Tram gewesen, wie die ganzen so Junioren FCB Kongo, yeah, yeah, sind vom Joggeli hintergekommen, von dem grossen Fußballplatz. Und dann haben sie und Marco Fono gemacht. Die haben im Tramrand Dale gemacht. Alter, das war jedes Mal eine komplette Eskalation gewesen. Und dort ist eine Zeit lang ist das eben der Hans, das Hans-Voice-Memo gewesen, wo sie auf sozusagen so da haben, als würden sie auf Lautsprecher mit dem telefonieren. Sie sind auf so neben alte Leute gesessen und haben so mit dem telefoniert. Die Alten so, what the fuck ist da? Und ist, ach, ich meine, der Cringe-Level, dass du alte Leute mit einer Spruchnotiz prank, ist einfach so. Wow. Aber wir haben früher ein Scherztelefon gemacht, haben wir schon sehr Aber das ist ein Scherztelefon, wo du jemandem anrufst und das ist eine Interaktion. Das ist literally, er spielt ab und redet mit der Sprachmemo neben anderen Leuten. Also hat ein Theaterstück gespielt? Ja, hat ein Theaterstück gespielt. Ah, okay. Jo. Das ist schon, das hat ein bisschen weh da. Ich bin mal im Tram gesehen in der Dings, in zwischen Zeughaus und St. Jakob, wo ein im Tram Raketen abgelaufen hat. What? Das weiss ich noch. Ich war Kind gewesen. Mein Bruder und ich, wir sind in St. Jakob eingestiegen und haben zwischen Schänzli und St. Jakob eine Rakete angezündet. Es hat mega nach Feuerwerk geschmeckt und der andere hat einen Huren angeschrauben. Das kannst du nicht machen, das ist falsch bei dir. Das passiert ja gar nicht. Meine Mutter ist so eingestiegen, so checkt dann irgendwann gerade eine Rakete. Das war voll am Arsch gewesen. Gut, wir haben mal den Klassiker gehabt mit dem Mantel, wo dann nichts drunter angehabt hat. Ui, ja, im Tram? Ja, im Tram. Trenchcoat, der Trenchcoat-Krüsel. Der Trenchcoat-Lümmel. Wow. Und dann hat er das Babyvögel gezeigt, oder? Ja, ja. Und hat's hat es bearbeitet. Als und, Kind, oder was? Ja, wir sind in die Schule gefahren. Er hat gar nichts angehabt, wie ein Bademantel. Ja, er hat den Trenchcoat gehabt und dann hat er drunter irgendwann ins Führer gekommen. Und dann hat sich eingehobelt. Das erklärt einiges. Jetzt weißt du, warum ich Comedian bin? Ja, ich würde sagen, das erklärt Frisur, das erklärt eine gewisse Fluidität im Backstage. Hey, what the fuck? Ja. Aber wie alt bist du? Wann ist das? Was muss das 90er, 80er gewesen sein? Du schätzt mich schon sehr alt. Ja, du bist ein fucking Boomer, Alter. Ja, 90er. Also weißt du, 90er. Du bist auf die Welt gekommen, da haben Frauen noch kein Stimmrecht gehabt.
Jura hat es noch nicht gegeben. Der Jura hat es noch nicht gegeben. Im Jura sind noch Leute bewaffnet auf der Straße mit dem Karabiner 31, Alter. Das hätte ich gar nicht gewusst, dass im Jura, dass man so einen kleinen Bürgerkrieg im Jura. Also Bürgerkrieg, sind so ein paar von Zacken sind da und gefunden, wir wollen einen eigenen Kanton. Ja. Das sollte jetzt immer bei dir. Ja, ja. Das sollte jetzt immer bei dir. Nein, es ist 90er gesehen. Was will ich sagen? 90er, ja. So Mitte 90er. Wie alt ist er gesehen? Also, was weiß ich. Weil ich stelle mir Peters, komisch, wie stelle ich mir Peters immer alt vor? Hm? Weißt du, was ich meine? Er ist vielleicht so 45 gesehen. Ja. Aber als Kind sind alle alt. Ja, ja, das stimmt. Als Kind sind so 30-Jährige sind so kurz vorm Sterben. Genau. Es ist so, wow, du bist fertig mit dem Leben. Und lustigerweise, wenn du älter wirst, sind ja die Leute, die du schon kennt hast als Kind, die sind immer noch im gleichen Verhältnis alt. Ja. Das ist super weird. Aber du lernst dann jemanden kennen, der irgendwie 40 ist und denkst, ah, das ist fast so alt wie ich. Weißt du? Ja, du denkst das. Ja? Ich bin ein ewiger Jungbrunnen, oder? Das ist Peak Male Performance und das bleibt die nächsten 80 Jahre so, okay? Ich habe schon mit dem Urolog geschwätzt bei dir an der Derniere. dass ich mich Mitte 30 mit Testosteron vollpumpen lasse, Alter. Der Flit. Der hat es auch jetzt gelüpft. Nein, aber Leute sind immer im gleichen Abstand alt, aber irgendwann ab einem gewissen Alter ist dann schon. Also, es ist dann auch ein bisschen tragisch, aber es ist halt so ein Teil vom Leben. Du siehst dann die Leute, wo du als Kind sozusagen sind das wie so Helden gewesen oder so Leute, wo du wirklich eine gute Verbindung zu ihnen gehabt hast. Und dann irgendwann so als Erwachsener, vielleicht siehst du sie ein paar Jahre nicht, dann siehst du sie an einem Familienfest und dann checkst du so, oh nein, ihr seid. Uiuiui, da ist etwas passiert. Ich denke, ihr seid alt. Yeah. Ihr seid richtig alt. Yeah. Meine Großeltern haben, also meine Mutterseite sind Schweizer und dort, die wohnen alle in Basel und Umgebung. Und es ist wirklich krass, wenn ich seit Kind die Freunde von meinen Großeltern miterlebt habe. Mhm. Sie haben uns nie versteckt. Wir sind bei jedem Festchen immer dabei. Es ist wie so, die Kinder haben immer dazugehört und wir sind immer bei allen aufgenommen worden. Und das sind wirklich damals ja schon in ihren 60ern gewesen, die Leute. Mhm. Und ich kenne die jetzt teilweise mein ganzes Leben. Und es ist schon krass, wie man das einfach so. Ich fühle mich ganz anders um die Leute herum. Ich fühle mich, wenn ich bei meinen Großeltern daheim bin, an irgendeinem runden Geburtstag und es sind 50 Leute oder so und ich kenne die alle und die kennen mich, seit ich in die Windel geschissen habe. Mhm. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Es ist so eine Vulnerabilität. mit Norovirus auch übermorgen wieder. Ich habe die Story mal erzählt, dass ich erwachsene Windeln angehabe. Nein, können wir noch aber, dazu. Ja. Das wird auf jeden Fall. Das Holtmanowski ist jetzt schon bereit dafür. Schau mal, wie er grinst, das freut ihn schon. Also, ja, ja, gut, Erwachsenenwindeln. Packt er dann auch den Trenchcode aus, das sollte man ausgehen. Nein, aber es ist ein schönes Gefühl, weil du hast eine Vulnerabilität den Leuten gegenüber, die du nicht kannst verändern kannst. Mhm. Ich kann nicht hart tun. Ich kann nicht mich verstellen. Weißt du, ich kann mich nicht verstellen. Und, ja. Weil die Leute kennen mich, seit ich Kind bin. Sie sehen direkt durch, weil sie wissen, wer ich wirklich bin. Und es ist mega schön, so Leute dann wie so nach 20 Jahren halt trotzdem wieder zu sehen. Du weißt einfach so, es ist eine Verbindung, die in einer Unschuld und einer Purheit damals angefangen hat. Mhm. Und das, die hat sich bis jetzt gezogen. Mhm. Und von denen habe ich ganz wenig. Mhm. Weil die zu meinen Eltern, die ist zu nahe und dann gibt es zu viel Konflikt. Und das entwickelt sich, das ist dynamisch. Ja, also meine Großtante. Ja, das logisch. Ist immer noch die gleiche Beziehung. Es ist immer noch, nie, längt einem immer noch ins Gesicht, kriegst du ein Schöckchen und fies. Und der Fünf lieber. Ja, voll. Zum ich habe ein Klappungsfoto. So, okay, gut. Ein Messbatzen. Weißt, das ist so. Und das ist lustig, weil das ist mir nie aufgefallen. Aber wieder diese Beziehung ist immer die gleiche gewesen. Und es ist eben eine Vulnerabilität, die du anderen Leuten gegenüber nicht hast. Aber das merke ich als 35-Jähriger schon. Hör auf, Lügen. Nein, mit Alter. 43 ist er. Heißt 43. Hallo, ich hab ganz hippie Haar. Ja. Vor allem sagt man dann sicher hip, oder? Ja, ganz hippie Haar. Und der König wie ein Frosch. Alter, wird er schon, Alter. Das merke ich schon mit alten Freunden. Das merke ich schon wirklich mit Kollegen, weißt, wo du zum Teil gar nicht mehr so Kontakt hast, aber du kennst sie einfach schon seit deinen Teenie-Zeiten. Yeah. Und das eine Berg-Weekend, das wir jetzt gehabt haben, oder? Das sind irgendwie alle Range Rover Berg-Weekend. Sind alle das Offroad Berg Weekend. Alle dürfen da Details nennen. Ich würde jetzt mal nicht. Okay. Aber es sind alle Dudes, die du irgendwie kennst seit 20 Jahren. Voll. Und du weißt dann gerade, da kennt mich eben, wie ich wirklich bin. Mm. Schon seit immer. Der kennt auch mein Kern. Und umgekehrt. Ja. Oder? Ja, und es gibt ja so eine starke Verbundenheit, die mit anderen Leuten schneller kann kommen. Ja. Später.
aber trotzdem, die Zeit kannst du einfach nicht wegdenken. Das Unangenehme dort ist, und es ist mir zum Glück nicht so oft passiert, es ist mir auch schon passiert, das Unangenehme dort ist, wenn du so Leute von früher noch, wo du viel Zeit mit ihnen verbracht hast, wo du vielleicht noch ein bisschen naiver gewesen bist oder ein bisschen beeinflussbarer gewesen bist, wenn du dann die Leute heute wieder triffst und du merkst, heute verstehst du dich gar nicht mehr mit ihnen und sie finden so einfach so Sprüche machen. Weißt du noch früher, wo der Sohn so gewesen bist, und du merkst fuck, du kannst aber mich wirklich, wenn du willst, kannst du mich wirklich angreifen, weil du weißt, was ich damals gewesen bin. Aber also mit denen rede ich nicht mehr. Ja, aber weißt du, denen kannst du nicht aus dem Weg gehen. Es passiert selten, aber es ist wie so, dann bist du neu und dann merkst du, fuck, die Person ist da. Und dann ist es wie so, oh, jetzt muss ich mal wieder anhören. So, weißt du, und ich denke mir so, Alter, fucking, aber halt weißt, die Schnur. Aber weißt du, du bist heute fucking 103 Kilo schwer, zweimal geschieden und redest mit mir darüber, was ich damals für ein Loser gesehen bin. Schau mal in den Spiegel, du weißt. Aber weißt du, was da dazu kommt? Dort kommt dann noch ein ganz spannender Faktor dazu. Irgendwann kommen Menschen mit Geschichten, die einfach nicht stimmen. Oh. Das ist richtig geil. Und zwar, ich weiß nicht, ob also über dich oder was? Ja, weißt du noch, wo wir... Ja, ob sie es selber wirklich glauben. Ja. Weißt du, weil sie es irgendwie schon so oft erzählt haben. Du kannst ja deine Vergangenheit, kannst ja psychologisch kannst ja eigentlich missbrauchen. Du mach mir das jetzt nicht kaputt. Nein, aber du kannst... Ich habe eine tolle Vergangenheit. Ich habe mir jahrelang eine fucking Hüpfburg von einer Vergangenheit aufgebaut. Ja, nein, Spaß. Du kannst ja die Vergangenheit auch jetzt manipulieren. Mega fest. Indem es eben deine neue Realität wird. Ja. Und wirklich, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber irgendwann kommt einer und sagt so, hey, du, und ich habe den nicht einmal gekannt, weißt du, also, weißt du noch, den und den? Und ich so, nein, ich bin der, weißt du auch nicht, ich bin der Tommy, so und so. Und er so, weißt du noch, wo wir dann hinter der Bar, weißt du, wo wir dann die Flasche irgendwie auf die rausgeräumt haben? Und so. Cocaine's a hell of a drug. That's not fucking true. Yeah. Das stimmt einfach nein, nicht. Bei mir sind es eher so Leute, wo und ich glaube, es ist wirklich, es ist jetzt im letzten Jahr nicht einmal passiert. Es ist wie so am Geburtstag von jemandem und dann ist so einer, der mit dir in die Schule gegangen ist und dann kommen Storys auf und dann ist wie so, ich merke dann, dass die Leute, und ich glaube, es ist vielleicht so ein Schutz, den ich aufbaue, es ist wie so, ich glaube, die Leute realisieren, dass ich mich in den letzten 8 Jahren massiv entwickelt habe im Vergleich zu, was ich damals gesehen bin und sie nicht. Und dann müssen sie mich zurückholen auf das Level, weil sie mit 17 gepeakt haben und seit 17 der gleiche Mensch sind. Genau. Und dann, wenn sie mich, weil sie merken, oh, er ist noch jemand anders, wenn sie mich zurückholen zu dort, was sie noch mit mir haben können relaten. Absolut. Und das, dort merkst du, oh shit, du willst mich noch mehr, du willst mich auf ein Level abholen, wo du damit klarkommst, dass ich nicht mehr, damit du damit klarkommst, dass ich nicht mehr das Gleiche bin. Was du damals, weißt du, ich meine? Das verstand ich absolut. Es gibt Leute, ohne Scheiß, die peaken mit 16. Ja? Mit 16 sind so die geilsten Sieg. Und nachher ist einfach die Entwicklung ist abgestellt. Es ist einfach so, okay, cool, du hast deinen Job und du hast deine Zweizimmerwohnung und du machst einfach nur noch das Gleiche und du machst einfach nichts mehr Neues. Es gibt so eine großartige Friends-Folge, wo es genau um das geht, wo die eine, hast du Friends geschaut? Nein, Alter, du kennst, ich schaue gar nicht. Ich kann nicht. Okay, es ist ein Wunder, dass du zu Wort kommst. Das ist so. Nein, aber ich kann Sachen nicht schauen, weil mein da oben, die drei Stimmen da oben sind einfach. Ich habe die Aufmerksamkeit spannend nicht. Ich kann UFC knapp schauen. Aber eigentlich auch nur Pay-Per-Views, wenn sie live sind. Es ist wie so, dann ist so, okay, ich darf nichts verpassen. Und sonst viel. Jojo, ich weiss noch, wo wir UFC geschaut haben. Da haben wir einfach, also ich habe dir zugelassen. Wen haben wir UFC geschaut? Der Dings haben wir geschaut. Easy, haben wir das zusammen geschaut? Eben, siehst du, ich verstand wie deine drei Stimmen im Kopf. Wen haben wir da nicht? Du bist am Sonntag zu mir gekommen. Ah, wir sind bei dir, wir sind recht romantisch bei dir auf dem Bett gesessen. Ja. Wir sind sehr romantisch bei dir auf dem Bett gesessen. Du hast 3 Stunden am Stück geredet und irgendwann ist ein ausgenockt worden und wir so, oh, und das ist jemand gesehen. Ich habe, glaube ich, erklärt, was passiert, weil du offensichtlich keine Ahnung davon hast, was passiert. Ich wollte einen alten Mann erklären. Natürlich. Weißt du, ich wollte zeigen, so look. Also, zurück zu dem Ding, bei dieser Friends-Folge hat die eine die Chance, mit einem auf ein Date zu gehen, wo sie irgendwie in der Highschool super hot gefunden hat, oder? Ja, so 10 Jahre später, oder? Und er ist dann wirklich so, der Dude so, yeah, ich sehe immer noch alle von damals, weißt du, so, jojo, ich hänge noch mit dem und noch mit dem und da und da und da und so. Und ja, und weißt du noch, einmal hat der andere so einen fahren lassen, wow, wir sind fast verreckt von Lachen. So, und dann ich kann mir das genau vorstellen. Und dann kommt sie heim und dann sagt sie, weißt du, wenn ich immer mit dem Chad in der Highschool ein Date habe,
Und jetzt 10 Jahre später habe ich mit dem Chad in der Highschool ein fucking Date gehabt. Weißt du, es ist genau das, aber auch in der Entwicklung genau dort stehen geblieben. Ja. Und lebt immer noch in dem Ding. Ich merke das auch mit gewissen Projekten, die wir irgendwie schon hatten. Weißt du, wo irgendwie, weißt du, auch nicht, der Film Chappies. Und es sind ganz viele Leute für eine kurze Zeit mega nah beieinander. Oder? Und dann gibt es immer so einzelne. Was haben die gefilmt? Entschuldigung. Was genau für Projekt filmst du, dass ganz viele Leute ganz nah beieinander sind? Es könnte ein Kinofilm gesehen sein, okay. Es könnte Fernsehserie gesehen sein. Ja, so. Ja, klar, sicher. Ich will niemanden zu fest outen. Ja. Yeah. Aber. Gut. Der Trenchcoat zieht immer noch Spuren. Es sind ganz viele Leute ganz nah beieinander gewesen. Okay, alright. Also bei der wir sind jung gewesen und haben Spesen gebraucht. Alright. Bei dieser Serie. Ja. Yeah. Und dann gibt es halt so einzelne Leute, die du merkst, die hängen immer noch an dem. Und das ist jetzt über 10 Jahre. An der Produktion, meinst du? Yeah. Ah, das sind die Klasse. Weißt du noch, wo wir. Jo, und ich mir denke so, Bro, hör auf mit vor 7 Jahren. Und sie wollen dann so Reunions anzetteln. Wow. Also, ich muss dazu sagen, es sind verschiedene Leute, oder? Und bei 2, 3 merkst du, dass sie wirklich so ein bisschen nachhängen. Und dann sagen, hey, ich bin gerade in der Nähe, wärst du sonst rum, wäre schön, sich wieder mal zu sehen. Yeah. Und das ist easy. Aber es gibt dann wirklich die, wo du merkst, also lächerlich, meine Maturklasse hat irgendwie 2 Jahre später so eine Reunion geplant. Und ich glaube, es sind 4 Leute auf. Also es ist einfach so, alle so, fuck you, fuck you. Nie im Leben, Alter. Das ist voll das Geile. Unsere Parallelklasse hat voll durchgezogen, alle sind aufgetaucht. Bei unserer Klasse ist wie so im Raum gestanden und sind so die 4 Nerds haben so gefunden, jo. Und ich habe gefunden, so, fuck this shit, Alter, nie im Leben, Alter. Falls das jemand von damals hört, fickt euch mit Zweifel. Nein, Spaß. Ist lustig, ich habe jetzt wieder Kontakt mit Leuten aus der Schule und yeah. Das finde ich cool. Also, es ist wie so, da kann sich niemand ficken, ich habe mit der Schule nichts anfangen yeah, yeah, und mit diesen Leuten dort zu dem Zeitpunkt nichts anfangen können. Aber jetzt finde ich es easy cool, wenn Leute so. Weißt du, ich meine, es ist so, Leute haben mich auf Instagram gefunden, haben gemerkt, dass ich Comedy mache und ich habe nichts außer Positivität mitbekommen. Von dem her, das fühlt sich cool an. Yeah. Aber es wird zu dem Zeitpunkt, so 2 Jahre nach der Matura, und ich mir wieder denke, so, Alter, nie im Leben wie ich, Alter, das ist sicher nicht, wie ich nochmal, ich habe nur auswählen dort. Ich habe mit niemandem von diesen Leuten Kontakt aus meiner Klasse oder so. Und nicht, weil sie alle scheiße, also ich habe nichts, ich habe nie können eine Connection gehabt. Es ist ja dann irgendwann auch. Irgendwann auch gut. Ja. Mein Glück ist, dass ich an keine einzige Reunion eingeladen werde, weil ich ja nie eine abgeschlossen habe. Also weißt, ich bin in jeder Klasse bin ich das so... Das ist der Move. Ein, 2 Jahre gesehen. Und dann, wenn es eine Reunion gibt, schauen sie halt irgendwie, weißt, die Maturlisten an. Ja. Und ich bin auf keiner drauf. Ja. Und ein Kollege von mir ist jetzt gerade an einer Reunion gesehen und ich so, wie hast du gesehen? Sicher lustig, weißt du, so, eben irgendwie... Es gibt so Dudes, die irgendwie peaked haben mit 17 oder? Und jetzt ist so, es ist so der fette Glatzkopf, so, wo nichts auf die Reihe kriegt. Und er so, nein, es hat fast am meisten gestresst, dass es allen so gut geht. Und ich so, haben sie es gespielt? Und er so, nein, ich habe das Gefühl, ich bin wirklich der Einzige, der gerade super gestresst ist, alles läuft schief. Vielleicht ist das secretly der Grund, weil ich bin an eine Privatschule gegangen und ich kann dir eins garantieren. Jede einzelne Person in meiner Klasse und meiner Parallelklasse wohnt nicht in einer Einzimmerwohnung im Kleinbasel mit der Schisse auf dem Gang. Ganz, 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 Alter, würde ich meine beiden fucking Füße drauf verwetten, dass die alle am Ballen sind, Alter. Ohne Scheiß, ich habe mitbekommen, letztens einer, wenn ich mit ihm in die Schule gegangen bin, ich weiß gar nicht, was ich sagen darf. Shit. Aber. jo, weil es ist wie so, wenn Leute zuhören, die wissen, was ist. Also, es ist so einer, wenn ich mit ihm in die Schule gegangen bin, hat mit einem Business. Geld gemacht in einer Höhe, wo halt wirklich so. Also, ich meine, er könnte sich jetzt 2 Drittweltländer kaufen. Ist er ein Crypto-Bro? Nein, nicht Crypto. Sehr traditionell, oft mit einer Firma. Aber es ist wie so, es ist. Ah, und dann hoch bewertet und dann verkauft. Mhm. Aber Alter, wir reden von fucking. Big Bucks. Big. Wir reden von. Fucking, du kaufst dir ein Haus mit einer Crew drauf, die dort wohnt. Eine Yacht. Mhm. Und die Angestellten wohnen auf der Yacht. Und ich rufe Leute an und sage, ich würde jetzt gerne nach Mauritius. Und sie sagen, okay, das Level an Geld. Während ich halt so, während meine Nachbarn das Velo in den Garten schieben, durch die Spanplattenwand am Furzen bin, halt, oder auf dem Gang sitzt. Aber weißt du,
Ich rede mir gerade vorhin. Die Leute sind nicht happy. Ja, yeah, good for him, good for you. Gut für mich. Ich will mich gar nicht mit irgendjemandem vergleichen. Aber das ist auch so. Es ist, ich bin damals in, ich, die Schule ist mir gezahlt worden. Ich bin nicht wirklich. Ich bin nicht der Rich Kid, sondern es ist mir gezahlt worden, weil da, also ursprünglich, weil ich dort eine spezielle Klasse gekommen bin, weil ich ein bisschen speziell bin. Und dann bin ich einfach geblieben an der Schule. Und es ist halt schon. Ich meine, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass nicht alle Leute so viel Geld haben. Weil als Kind checkst du sie nicht. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich habe wirklich, ich meine, irgendwann haben sie es dann verboten, aber ich meine, als ich noch in die Primar dort gegangen bin, sind Kinder in Maseratis und Ferraris vorgefahren worden. Fort, ja, yeah, ja. Yeah. Türen vom Schulhaus an die Türen gefahren, yeah, worden. Weißt du, so Maybach, so Mercedes S Maybach und so Schiss. Mhm. Einfach so, ich meine, jetzt ist im DJ Antoine sein Kind gestört. Mhm. Oder dort gesehen. Yeah. Ich habe am Schluss gesehen, wie der DJ Antoine da mit dem fucking Cadillac Escalade in Pearl Weiss einfach vor die Hütte fährt. Oder? Und dann irgendwann denkst du so, what the fuck? Ich habe Platz auf der Hose und sie, mein Bruder, seine alten T-Shirts an und das sind fucking, das sind Leute mit so hellblauen Hermes Alligator-Ledergürtel. Aber darum finde ich ja so Schuluniformen, finde ich, ist ja genau wegen dem. Generell Uniformen eine gute Sache. Die Deutschen haben es im Griff gehabt. Man kann viel Schlechtes über sie sagen, aber es hat seitdem keine so geile Uniformen mehr gegeben. Und es ist schade, weil man kann das geile Schwarz einfach nicht mehr bringen, mit den Stiefeln bis zu den Knien. Es ist schrecklich, aber es ist einfach so, ich habe das letzte sogar mit einer Frau davon gehabt, weißt du das gesehen? Irgendeine Kollegin von meiner Schwester, wo eigentlich alle sehr links sind. Mhm. Nein, nicht von meiner Schwester. Fuck, weißt du das gesehen? Aber irgendjemand, wo wirklich so ich mit ihr politisch und auch so wirklich nichts. Wir denken nicht in die gleiche Richtung. Es ist so, Häuserbesetzen ist eine geile Sache und der Staat gehört aufgelöst und so. Und ich so, hey, in dem Fall viel Spaß mit der Apokalypse. Aber sie hat dann wie können zugeben, dass halt so die nur die Uniformen, mhm, haben schon wirklich, die Nazi-Hugo Boss-Uniformen, die haben schon wirklich etwas hergemacht. Von dem her, Uniformen, cool, der ganze Rest, hey, Seife aus Leuten machen, vielleicht nicht so eine gute Idee. Gut, wäre die Karriere auch beendet, hä? Die Hirne ist faszinierend. Aber es dürfen wir doch wohl sagen. Also das dürfen wir doch wohl sagen, dass es optisch, weißt du, was ich meine? Ich verstand absolut den Gedanken, dass wenn man alles andere ausblendet, modisch, dass einen gewissen Effekt hat. Ja. Etwas, ja, mhm. Der Rest 100% verwerflich, nie mehr, bla bla, der whole shit, aber... Ich glaube, man hat nicht einmal 20 Minuten gebraucht. Knapp 20 Minuten. Und wir müssen schon beim Holocaust-Druck rudern. Hey, ich meine, was ist erwartet? Schuluniformen sind ja wegen dem, also ich glaube nicht wegen dem erfunden worden, aber die gibt es hauptsächlich wegen, ja, dem, dass, ja, du eben nicht die Klassierungen schon siehst, sondern sollten alle equal sein. Oder? Und natürlich, weil irgendwelche Soccer-Moms auch mega herzig finden, so ihren Söhnen auf so kleine Krawatte anziehen. Ja, aber ist ja auch herzig. Schon recht cute. Aber es ist auch Fio. Ich find nichts lustiger als wirklich Kinder in Anzügen. Es gibt ein Bild von mir, ich habe einmal als Kind einen Anzug, yeah, gehabt, an der Hochzeit von meinem Vater. Mit so einem, weißt, das ist eben auch wirklich tiefe 90er. Mit so einem weinroten Blazer. Yeah. dort hat weiter Wind bei dir. Okay. Du hast jetzt eine weinrote Lederjacke. Das ist auch so fucking. Du schon von Mutzenbach im Backstage sieht aus wie der Tyler Durden, wenn er anstatt Fight Club ein schlechtes Pop-Up-Restaurant gegründet hat. Die Lederjacke ist wirklich, wärst du nicht Comedian, du könntest sie nicht anziehen. Es ist so der Schnellficker-Blazer 2000. Das ist, ja, genau, das ist er. Oh, und, Mann. Und ich bin mal in Zürich mit einem Kollegen, habe ich die angehabt. Und dann hat gesehen wir einen mit der genau gleichen Jacke. Und wir so, oh mein Gott. Ich hoffe, ihr habt euch prügelt darum, was sie davon haben. Nein, es kann nur einer verreckt. Eben, nein, das ist das Geilste. So zu dem, so, hey, schau mal, weißt du, so, oder? Und mein Kollege so, jetzt machen wir ein Foto. Und der hat so unglaublich fest angeschissen. Wirklich? Ja, er hat wirklich gedacht. Oh, was für ein Spassbrett. Er hat gedacht, ich bin der mit der roten Lederjacke. Ich bin der Einzige. Okay, du? Dann komm ich. So, yeah! Mit dem fucking Haar, Alter. Sally, Alter, geil. Wahrscheinlich hast du noch zwei Champions in der Biere gehabt. Der wird so fest, so, oh, fest. Da ist die Rekko verbrennen. Also da, wenn so Leute, wenn so Leute den Scheiß anhaben, gute da, muss ich aber direkt in Zalando Modeberatung. Aber das denke ich auch oft, eben, wenn du eine geile Karre kaufst oder so. Oder? Das ist das Gefühl. Es ist, mhm, so lange geil, mhm,
bis dann irgendwann jemand anders auch in dem Karren siehst und die Person drin ist der grösste Dusch. Ja, aber darum kaufst du ja eine Karre, die sich wirklich niemand anders kann leisten kann. Also, ich meine, darum kaufst du ja ein Königsegg One-to-One oder ein Bugatti Chiron. Weil du weißt einfach, es gibt drei davon in der Schweiz. Und zwei davon sind in einer Garage von einem Privatier in Zug. Und du fährst halt bis ins Lebensende verschuldet über den Paradeplatz und denkst so, yeah. Mit dem Trenchcoat offen. Yeah. Machen wir das nicht kaputt. Ich habe jetzt gerade einen TÜV gekauft, wo viele Leute fahren, nehme ich an. Es ist halt wie so. Ja, und dann irgendwann siehst du. So viele fahren dann nicht. Vor allem mit deren Ausführung, die ich habe, fahren nicht so viele Leute. Ich werde das wird nicht lange dauern, glaube ich. Glaub mir, ich werde extra den fucking TÜV kaufen. Oh, please. Einfach zum TÜV versauen. Bitte mach's. Bitte, ich würde mich so freuen. Und ich weiss, wenn du irgendwann die schönen Campenausflug machst, um das romantische Aussichtsfoto zu schießen, wie dort alle am Felsen stehen. Ich bin noch nie auf den Campen gefahren. In der Bike-Ausrüstung und so in die Ferne schauen. Mhm. Dann kommt der MC Mutzmann. Hey! Yeah! Mir würde es freuen, hättest du den TÜV auch. Es wird sehr viel, es wird so ein bisschen Männlichkeit geben, glaube ich. Ja, aber es war gespielte. Das ist das Problem. Nein, meinst du, bei mir ist es keine gespielte Männlichkeit. Also es ist ein fucking Batmobil auf zwei Rädern. Das ist was meinst du, warum mache ich es? Weil ich mit meinem Charakter klarkomme? Nein, aber du hast nichts zu verstecken. Du hast 30 von diesen gespielten Männlichkeitssachen in deinem Leben. Ah. Doch, natürlich. Ich würde sagen 7. Ja, okay. Aber sag 30, okay, welche 30? Das sind trotzdem 7 mehr als ich. Welche 30, also schon auf jeden Fall mal ein Oberarm engen T-Shirt, das ist auf jeden Fall schon mal, genau. Da wird kompensiert. Das auf jeden Fall. Militärhose, da wird kompensiert. Sind schon 2. Seiten auf 0, da wird kompensiert. 3. Die Stimme ein bisschen tief, was sie eigentlich ist, da wird kompensiert. Kampfsport, fette Kompensation, Comedy, oh, ich meine, wieso will man in einem Raum voller Leute stehen und will, dass die für einen lachen? Weil man mega selbstsicher ist. Nein. Okay, was haben wir noch? Das sind jetzt schon 6 gesehen. Mach mich über mich selber lustig, damit Leute sagen, oh, nein, du bist doch gar nicht so schlimm. Weißt du, oh, stop it, you. Yeah. Sind wir bei 7, was machen wir noch? Der TÜV. Okay, mein Auto nimmt wieder eins weg, weil ich fahre einen alten Smart. Muss schon ziemlich rein, da musst du confident sein. Als 1,93 Meter grosser 100 Kilo Mann in einem alten Smart in so einer Elefantenrollschuhe sitzen. Irgendwann. Das kompensiert der TÜV. Weißt du? Irgendwann poste ich das Video. Wo du probierst, mit deinem Smart einzuparkieren. Gut. Das ist wenn ich Netflix-Special drop. Das heißt, gut, er hat zwar ein Netflix-Special, aber kann er parallel parkieren mit dem kleinsten Auto. In einer Lücke, wo irgendein SUV reingekommen war. Hey, Dude, aufpassen. Es wäre gescheiter gesehen, du hättest einfach. Ich hätte einfach gerade können. In einem 90-Grad-Winkel. Das Problem ist, ich habe kein Footage von dir, wo ich könnte drohen damit, dass ich sie poste. Weil dir ist eh egal. Ich könnte halt wirklich dich nackt besoffen im Backstage filmen, wie du mit dem Pfiffli den Helikopter machst. Und ich könnte sagen, ich poste und du siehst, so, Alter, aber dann bist du gesperrt, nicht ich. Das ist mir doch egal. Das ist schlimm an dir. Es ist dir alles egal. Es ist wirklich. Es geht. Man kann dir nicht drohen. Das Schiff ist schon lange davor gesegelt. Ja, ja. Spätestens, wo die Haar blondiert worden sind. Ja, guten Tag. Jetzt ist aber... Und wo das Pfeil-Tattoo. Das Pfeil-Tattoo und die blonden Haare. Und der kleine Buddy. Das ist so schlimm. Ich auch ein neues. Wirklich? Ah, du bist ja... Oh mein Gott. Das war Nummer 9. Praise God. Praise God, baby. Praise God. Aber Real Talk, praise God, Alter. Und ich habe einen Krebs auf dem Oberschenkel. Jetzt weiß ich, aber was Thumbnail wird. Das ist aber nicht Kompensation. Das ist das Gegenteil von Kompensation. Das mache ich nur für mich. Okay. Das ist für mich. Das ist auf das Symbol für mich. Okay, also für die, die es nur hören, es ist... Ein Kreuz. Ich habe ein Kreuz auf der Brust. Ja. Yeah. Also ein Kruzifix. Sozusagen. Es ist nicht ein symmetrisches Kreuz, es ist so eine Kirche. Und es ist auch nicht das Kreuz, das man könnte bei dir vermuten. Oh! Also es könnte es noch werden. Es ist ja, weißt du, ich meine, die Linien sind noch nicht fertig. Wir haben so angefangen, ein anderes Kreuz zu machen, und dann habe ich gemerkt, es macht eigentlich huere weh auf der Brust, okay, lassen wir es bei dem. Nein, es ist ein normales Kreuz. Das, was man aus der Bibel kennt. Ja. Yeah. Und das hast du jetzt nur für dich gemacht? Das habe ich nur für mich gemacht. Und der krumme Dolch? Der krumme Dolch ist besoffen in Berlin basiert. Auch nur für dich? Nein. Ich bin auf dem Tattoo-Studio mit meinem Kollegen und der Tätowierer so, Alter, ich habe eh noch Zeit bis zum nächsten Termin. Und ich so, okay. Ja. Yeah.
Dann, ich glaube, irgendwie 100 Euro zahlt. Also okay, gut, machen wir es. Also machen wir halt den Dolch. Ja, machen wir irgendetwas. Es wird eh jetzt alles voll. I don't give a shit. Ja? Ja, ja. Wir sind alles voll. Voll teared ja. up. Alles voll. Okay. Weißt du schon weitere Motiv? Jo, also ich bin ein Freund von so, ich bin kein Freund von farbigen Tattoos. Mhm. Ich bin ein Freund von schwarz, und beziehungsweise halt so, früher ist so die dunkelgrüne Farbe gewesen, jetzt ist alles schwarz. Yeah. Einfach so schwarz, ich bin nicht ein Freund von so ultra-realistic-Zeug, weißt du, Leute, dass ich so eine Uhr, also nicht, dass das Farbe, also so Rosen und so Wolken, das ist halt wie so. Oh, du kennst die ultra-realistic, wo es dann aussieht, als würde die fucking Herz irgendwie offen, also wäre deine Brust offen, ja, so Leute, die so eine Cyborg-Tattoo haben, ja, so ja, unter genau. dran sind so Kabel und so, nein. Oder auf dem Rücken irgendeine Kopf, der rausschaut. Da muss man schon recht viel Pilz fressen. Nein, ich bin ein Freund von so Oldschool-Tattoos, also so die... Anko. Alte Seefahrer-Tattoos, yeah. weißt du, die klassische Pin-Up-Girl, Jaskarte, Würfel, Totenkopf, Anko, yeah. Adler, Spinnennetz, eben Dolch, Rose, so Sachen. Yeah. Ich. Weil ich finde es schön, einzelne Sachen zu haben und nicht, ich könnte glaube nie so eine, ja, so eine 6000 Franken Full-Sleeve, ich yeah. könnte mich gar nicht entscheiden, was Motiv. Ja, ja, ja. Das war gar nicht mein. Plus, ich finde es auch cool, verschiedene Tätowierer, von verschiedenen Tätowierern, also ich habe in verschiedensten, ich habe glaube jedes Tattoo ist von einem anderen Tätowierer. Das ist yeah. eigentlich eine coole Idee. Ja. Yeah. Weil dann kannst du auch einfach hier etwas Kleines machen, hier etwas Kleines machen, hier etwas Kleines, irgendwann ist es voll, dann machst du noch kleinere Sachen dazwischen. Ja. Yeah. Ja, das ist so, das kommt jetzt. Wenn ich Geld habe, mache ich. Wenn ich kein Geld habe, mache ich nicht. Und Tattoos sind mir wie noch nie so mega. Es ist wie so, das ist das einzige Tattoo mit Bedeutung für mich. Mhm. Das sind Geburtsdaten von meinen Familienmitgliedern und der Rest ist fucking Bugatz. Alright, also 2035 wirst du das nächste Tattoo. Yep. Ja. Das Problem an den Tattoos, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht daran gedacht, ist, du kannst noch eine Woche lang nicht trainieren. Also, ich kann pumpen, ich kann ins Jiu-Jitsu. Yeah. Ich kann kein Sparring machen. Na, logisch, vor allem irgendwie, wenn du es am Unterarm machst und dann fährst du umgegrappeln. Ja, am Schluss ist Staff im Tattoo, stirbst. Weißt du, undankbar. Ja. Du darfst so eine Pfiffli tätowieren und dann gehst du auf eine dreckige Matte und nachher ist eine Infektion und stirbst. Stell dir vor, dann liege ich so mit Sauerstoff in der Nase in dem Spital, du kommst rein, was hast du gemacht? Ich habe so einen Blödsinn gemacht. Von dem her, es wird wahrscheinlich, wenn ich es wieder mache, wäre das so eine Bar aufs Mall, dass sich die Pause lohnt. Ah, wirklich? Boah, das ist denn... Ja, das sind jetzt auch zwei aufs Mall gewesen. Das Kreuz und der Krebs auf dem Oberschenkel sind zwei aufs Mall gewesen. Ah, der Krebs auf dem Oberschenkel ist neu? Ja, das ist einer. Was, so eine Comic-Krebs? Nein, ich habe so eine anatomisch korrekte, so eine Taschenkrebs, wo so... Wieso? Weil ich tatsächlich Krebs mega coole Tiere finde. Okay. Ich als Kind an Wieso, am Strand... Wieso, kann seitlich bewegen? Auch das, aber ich finde sie cool, also sie sind so harte Schalen, weiche Kern. Oh. Ich bin auch ein Krebs. Nein. Ich esse gerne Krebs. Ich habe Krebs, glaube ich, noch nie gegessen. Doch, Krebs habe ich schon gegessen, Hummer habe ich noch nie gegessen. Oh. Ich finde Hummer auch mega geil. Oh. Als Tier, so optisch. Yeah. Ich finde Hummer mega... Also gut, anatomisch korrekt zeichnender Hummer oder so. Es ist moralisch, ist glaube ich mittlerweile sehr denkwürdig. Die zu essen? Ja. Yeah. Wieso? Ja, irgendwie... Sind es nicht Hummer? Überfischt, ja, aber... Ja, aber sind es nicht Hummer, wo irgendwie ins kochende Wasser schmeißt? Eben nicht. Ah, okay. Das ist früher noch so Kopf voran ins kochende Wasser und bis man herausfindet, so hey, im Fall... Die leben dann. Die platzen denen einfach das Hirn. Yeah. Das ist, was du jetzt machst, ist, du nimmst ihn und du druckst beim Kopf was auch, wenn ich mir denke, so, es ist wirklich Potato, Potato, aber irgendwelche Peter-Motherfuckers haben es durchgesetzt, dass du den Hummer nimmst und hinter dem Kopf sozusagen reinstichst und dann führst. Also du gehst in den Kopf und dann jettest, du splittest sozusagen mit einem Stich den Kopf auf. Mhm. Und dann kochst du sie. Mhm. Aber früher hat man sie Kopf voran ins kochende Wasser getunkt. Ja. Und dann haben sie so einfach piepsen. So. Genau. Und dann haben sie immer gesagt, es ist die Luft, aber eigentlich ist es gesehen. Ich weiß nicht, was es gesehen ist. Wahrscheinlich haben sie geschrauen oder so. Ja, wahrscheinlich. Aber Hummer ist sehr fein. Schloss Bottmigen hat gerade, sind Freunde von mir, sind dort gegessen und haben so richtig einen reingedruckt, während ich so daheim sitze und so die Weintrauben und irgendwie so Merges isst. Sie so, hey, übrigens, Vorspeis, Hummer, Hauptspeis, Filet. Ja, aber Merges ist auch nice. Merges ist geil. Vor allem Merges im Sandwich mit glasierten Zwiebeln und einer geilen, selber gemachten Mayonnaise. Oh. Nicht, dass ich es gemacht habe, aber... Aber es ist selber gemacht. Also das Video gesehen und dann denkt, gut, also einen Teil davon kann ich übernehmen. Uh-huh. Aber die selber gemachte Limette-Mayonnaise, mit der können wir mich jagen. Das ist sicher nicht machen. Aber weißt du, selber mit Eigelb und Öl, Alter, halt doch die Schnur. Tommy macht es auch. Also ist doch nicht selber gemacht. Ich denk nicht! Aber ich habe das Video gedacht, Merges geil. Ja, nice. Merges. Habe ich sehr gern. Wirklich? Du bist so eine.
Du bist ein, ohne Scheiß, du bist ein Allesfresser. Ich habe dich noch nie gesehen, Nein zu irgendetwas zu essen sagen. Das ist so. Und es ist ein Wunder, dass du den Körper hast, den du hast. Das ist auch so. Das ist wirklich, ja. Das ist irgendetwas schief gelaufen. Irgendwann kommt aus, dass ich so pro Woche 14 Stunden Intensivsport mache. Nein, und so das kommt nicht aus. Ich habe so im Keller ein mega Gym aufgebaut. Nope. Es ist. Man erkennt. Also, es ist wirklich so, wenn du selber so schon nur ein bisschen Sport machst, dann erkennst du halt so wirklich so. Ich meine, du bist wirklich auf ein menschliches Stück Brot. So ist es. Du bist halt wirklich so ein Leibbrot. Es ist halt, du bist so Baguettearm und du bist halt so leicht. Es würde mich nicht wundern, wenn wir die so in der Mitte durchschneiden, da hat es überall so Luftblösli drin. Einfach so. Und ich sag jetzt nicht, was aussieht wie ein Bagnol. Ist ja nicht Rustig-Twister. So. Ein Rustig-Twister. Pirouette. Stimmt, was wären wir für Brot? War ich ein Rustig-Twister? Nein, du. Es sind schon lang, jo. Du bist ganz klar. Ein Baguette. Ein Baguette, du bist wirklich auf der Baguette. Lang und weiss. Schon nur die Schädel. Die Schädel ist ja eigentlich schon ein Baguette. Lang und weiss und recht billig. Und nach zwei Tagen nicht mehr genießbar. So, du musst gerade genießen und dann ist auch wieder vorbei. Es ist nicht. Du willst mich nicht bei dir daheim haben. Wenn du warm bist, bist du okay. Aber sonst. Ja. Frische Smoothie, gut, kann man genießen. Gerade ein bisschen Gontatou drauf und weg damit. Aber sicher, Alter, nicht länger als eine halbe Stunde. Gut, was bist du? Ich kenne mich halt mit Brot nicht so aus. Ich kann es leider nicht auftrumpfen mit irgendwie. Also du bist schon vielleicht so ein klassisches. Ein Sauerteig. Nein, du bist eben immer eins aus der Bäckerei, das ist das Problem. Du bist eins aus dem Migros. Ja, danke. Du bist vielleicht sogar die kleinen Hotdog-Brötli, die im Migros in der Plastikgurke sind. Wo du einfach denkst, alle die überleben einen Atomkrieg. Die weichen Zuckerbrötli. Die weichen Hotdog-Brötli. Ja, die weichen Hotdog. Das war, ja, doch. Ja. Du bist so ein Hotdog-Brötli. Das ist okay. Unzerstörbar. Das nehme ich. Immer wieder denkt man sich, Das war es jetzt gesehen. Man denkt sich immer wieder, das war es jetzt. Und dann gönnt man sich und denkt man sich, was habe ich gerade gemacht? Wieso? Ich weiß, dass das mega nicht gut ist. So geht es mit dem Publikum. Ja. Es ist so, okay, weißt du, das haben wir zwei Jahre lang nicht gesehen. Komm, wir haben doch schon lange keinen Hotdog mehr gehabt. Yeah. Und dann gönnt man sich einen Hotdog und denkt man sich so. Absolute Guilty Pleasure. Ja. Warum ist sich Abfallbrot mit Abfallfleisch. Und Mix Ketchup mit Senf. Ich genieße das nicht einmal. Es ist wie so. Ist okay. Und dann ist es immer ein bisschen abwechselnd. Dann ist es mal so, okay, jetzt machen wir mal ein Sriracha drin, aber irgendwie passt es auch nicht. In einem Hotdog? Ja. Ja, weißt du, jetzt hat quasi derniere Afterparty haben wir ja auch Hotdog gegessen. Jetzt ja scharfe Soße gegeben. Es war aber nicht Sriracha gesehen. Was hast du gesehen? Alter, ich habe völlig vergessen, dass ich dort. Oh mein Gott. Ich habe übrigens den ganzen nächsten Tag ist mir schäbig gegangen. Das habe ich mir fast gedacht, ja. Wow. Aber der Cenk ist ja voll aufgegangen im Hotdog machen. Ja. Er hat einen nach dem anderen gebracht und hat gesagt, was willst du denn? Und er hat sich richtig Mühe gegeben. Das Schlimme am Cenk ist, ich verstand nicht, wenn er unter Einfluss ist von Alkohol und wenn er nüchtern ist. Er ist genau der gleiche Mensch. Er ist genau der gleiche Mensch. Er hat ohne Scheiß 17 Flying Hirsch in der Tasse gehabt. Er hat wirklich. Also hat ich getrunken, als er getrunken hat, als ich war im Kopf stand da draußen. Es ist, ja, aber und er ist einfach immer noch. Ja? Ja, ja, ich habe das Hotel. Ja, ich habe das Hotdog. Ja, ja. Was denkst du, wo geht das alles an? In seinem Riesenkopf. Er hat 9 Red Bull getrunken, schnappst bis am Bach ab, sitzt dort und du denkst wirklich so, du könntest jetzt einschlafen, wenn du willst. Mhm. Ich habe gefragt, was ist mit dem Reben? Ja, das putzt mich nicht auf. Ja, das ruft auch irgendwie 5 am Tag. Ja, schon, aber es ist so, wie viel Ketamin hast du dir gegönnt, dass Red Bull nichts mehr macht? Das ist halt schon. Das ist. Oh Mann. Ja, der Cenk ist immer chill. Das muss immer. Man sagen. Das muss man sagen. Immer. Aber ich glaube, er kann gar nicht anders. Das ist der Eindruck, den er auf mich macht. Er kann gar nicht sich aufregen. Ich weiß gar nicht, ob er den Gang hat. Ubi, hast du mal gesehen, A Cappella, wie hat es geheißen? A Cappella Freestyle Rapper. Oh nein. Oh ja. Ich habe ihn im Zelt gesehen. Nein, aber bevor der Cenk war, ja. Wo Comedy gemacht hat, ist er der. Cynic hat er geheißen. Ist er der Cynic gesehen? Wait. Und zwar. Such den mal. Cynic A Cappella Battle Rap. Und zwar. Der Cenk ist der Battle Rapper gesehen. Und zwar der.
Ein von den drei, sag ich jetzt mal, wenn nicht sogar der Beste von der Schweiz. What? Yes. Freestyle Battle Rapper? Nein, du hast das Zeug eben vorgeschrieben. Es gibt eins mit dem. Kennst du Livio, der LC1? Ja, yeah, natürlich. Also, es gibt eins mit dem. Shoutout an Livio, Alter. Also, es gibt eins mit dem. Shoutout an Livio, Alter. Such mal Livio. Was für ein guter Dude, Livio. Such mal Cynic und LC1. Wir wollen Rap in Österreich, wir haben ein Ziel. Oh, da kenn ich das, der Samuel Sibilski. Mhm. Der mit der Brille. Der ist fucking gut. Der ist auch Battle Rapper und ein Comedian geworden. Der kommt aus Berlin. Ohne Scheiß. Guter Dude. Was? LC1. Der Punkt ist, nein, der Cynic heisst, das ist der Cynic, ist der Samuel Sibilski. Das ist sein Name, Cynic. Ja, aber im Cenk Cynic ist es eben auch gesagt. Darum musst du zusammensuchen mit. Und zwar Cynic mit C. Ah, mit eben C. Weil. Okay, ja, ja, ja. Das englische Wort Cynic. Mm. Ja, genau. No fucking way. Ja. Yeah. Also, no fucking way! Ist das mit dem LC1? Der Bildschirm ist so klein, ich sehe nichts. Wir kommen zum letzten Battle. Bevor wir dort herkommen. Das ist der Pablo! Ja. Mit dem fucking Schnauz! Geile Hände! Aber es geht einmal, der ganz scheiß organisiert hat. Spiel bis zum Cenk. Bruder, was ist, ey Pablo, falls du das siehst. Sag mir danke, still viel und möchtet lernen. 1, 2, 3! Spiel mal bitte bis zum Cenk. Ey Pablo, was ist? Bring it back, baby! Bring it back! Full goatee! Eine Frau-Battle über ihre Tage hat, lohnt sich nicht! Doch er zieht den Dampf aus seiner Möse und schreit: Ein Nachtpirat sticht aus Rotem Meer! Oh. Ich hab Möse gesagt, Scheiße. Was sagt man denn, Jackie? Macht jedem. Und das Kleinste davon kann. Und obwohl ich nicht geflucht habe, habe ich einen Stutz für das Kaiserli. Also. Fünf Jahre. Schnauze von Papa schickt die Werbung. Der LC1 rappt nicht wegen Fame, sondern will er den Status vom Allerbesten erreichen. Er wäre so gerne ein schwarzer Rapper aus L.A. Er fingert seine Freundin mit dem West Coast Zeichen. Das stimmt nicht. Das ist ja krass, wir sind mit diesem Battle Rap so eine Line und alle. Ja, mach mal weiter, nein, warte, ja, ich will noch eine Line vom Cenk. Ja, ein authentisches Rapperleben ist für ihn ein grosses Anliegen. Darum gibt er sich insgeheim so Rapper nehmen wie MC Farbige. Und wenn er seine monatliche Rechnung überkommt, lässt er sie lang liegen und steht jeden Tag cool beim Postkasten umeinander und sagt: Ich warte auf Mannige. Okay. Und das ist schon all die Energie, oder? Aber er Spaß beiseite. Er macht auf Liebe für die Musik. Dabei langt ein Blick auf seine YouTube-Clips und man weiß, was er vorhat. Er hat von Mutterficker-Rap über Facebook-Songs bis zu Harlem Shake jeden Scheiß übernommen, der den Hype bekommen hat. Er kopiert alles, was erfolgreich ist und sieht in dem bisschen Fame sein Lohn. Wir freuen uns schon alle auf seine nächsten Songs über Breaking Bad oder Game of Thrones. Es gibt sogar einen versteckten Hinweis, der beweist, dass er nur eine billige Kopie ist, aber nicht versteckt im Song. Es langt nämlich, wenn man das L mit dem C switcht und der LC1 wird perfekt zum Klon. Ja, nur von dem. Am Schluss ist es ein typisches Cenk-Zeugs, oder? Es ist wirklich so mit seinen. Aber ja, die Confidence ist eine ganz andere. Das ist eine völlig andere Figur. Damals hat er wahrscheinlich noch gekokst. Das ist wahrscheinlich der Cenk auf einem Gremli. So stelle ich es mir vor. Nein, aber das ist so. Aber das ist fucking. So, ja. Das ist für mich die Figur Cynic. Ja. Weißt du? Ja. Und es hilft aber auch, wenn man sich so eine Figur kreiert, glaube ich, dass du dann in das reinrutschen kannst. Und darum habe ich dann irgendwann gecheckt, dass die Bühnenfigur Cenk effektiv auch eine Bühnenfigur ist. Auch eine Bühne. Ja, aber so krass ist es nicht. Er ist offstage schon. Also ich erlebe ihn offstage sehr ähnlich wie onstage. Ja, es aber ist einfach, sein geschriebenes Zeug braucht Delivery, die nur er kann geben. Mhm. Ich könnte seine Sets
ich könnte seine Jokes, seine Bits nicht machen. Mhm. Du auch nicht. Nein. Wir könnten vielleicht, weißt du, ich meine, du könntest vielleicht 5 Minuten von mir so halb übernehmen und zu dir machen. Und ich könnte von dir, weißt du, Setup, Punchline, wir haben so Strukturen, die wie so vielleicht übernehmbar sind, je nach Thema. Yeah. Aber bei ihm ist es unmöglich. Das ist einfach auch. Das ist gar nicht. Ich bin ohne Scheiß, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich bin auch ein großer Fan von ihm, weil er einfach gar keinen Fick gibt. Er hat kein Social Media, er gibt einen Fick auf Videos, auf alles und es ist einfach, er macht einfach sein Ding und er wirkt zufrieden. Und das ist etwas, wo ich mir wieder denke, damn, das ist ein Level an Inner Peace, wo ich noch weiter von entfernt bin. Ja. Yeah. Und das ist funny. Definitiv. Und er gibt auch keinen Fick, wenn er auf der Bühne steht. Das haben wir gerade an der Derniere haben wir so davon gehabt. Wenn er auf die Hose geht und einfach... Ja, das Zeit nimmt, schamlos. Und das muss man sich selber immer wieder sagen. Wenn ich ihn dann sehe, denke ich, ich muss das auch ab und zu zurückgewinnen. Es gibt so Momente, wo ich dann so merke, jetzt bist du eigentlich schon wieder zu fest in einem Schema gefangen. Yeah. Und ich habe es mit Charlie das letzte Mal davon gehabt. Wir haben jetzt einen gehabt zusammen. Und dort habe ich mich gefühlt, wie wo der Charlie und ich angefangen haben. Und oft, weil ich wusste, der Charlie ist dabei und es ist eine Mixed Show. Wie weit? Habe ich auch den Fuck Everything Vibe wieder kriegt, wo ich früher noch hatte. Das hast du mich gar noch nicht kennt. Okay. Der Schul mit dem Fuck Everything Vibe. Ohne Scheiß. Es ist viel passiert in 10 Jahren. Und dort habe ich aber. Du mir gerade sagen, du hast eine harte Phase gehabt früher. Nein, ich überhaupt nicht. Der Schul, der irgendwo in fucking Thun auf einem Teppich steht. Nein, ich kann nicht. Ich bin der Peppi. Hey, mein Name ist... Abend, du Glätzi! Mein Name ist Joel und ich wollte schon immer sagen, du allein kannst nicht 2 Lines tragen. Eieiei. Hör mal bitte gerade wieder auf. Doch, die haben mich auch selber begleitet. Ich habe dann so... mit so einer Loop-Maschine und... Hey, los zu, das ist eine wichtige Phase. Aua! Geschieht mir ehrlich. Das war eine wichtige Phase gesehen in meinem Hip-Hop-Dosi. Ja. Der MC Josie. Der MC Joel. Der MC J. Der Batman Mutzenbecher. Was ich dir noch gegeben hat, so als Musikerkarriere, war so eine ganz traurige, kurze Phase, wo du so Reggae gemacht hast. Und Patois geredet hast. Du hast so, dir hat es noch gegeben, dass du so mit so Anfang 20 so Dreadlocks gehabt hast und in der Kaschemme so, weißt du, so DJ-Set, aber du hast auch ein Mikrofon. Kennst du die DJs, wo es nicht langt, dass sie einfach Musik machen, yeah, und die auch noch ein Mikrofon haben? Und dann machst du im Parterre One von so 7 verlorenen Seelen, machst so bum tschka bum pa und dann machst du einfach den Sound ab. Oh, big up die whole island! This is shout out, big up! Nein, ich habe mich mehr gesehen als so eine London Garage MC. Ui, was heisst das? Hardcore, you know the score! Oh. Are you ready, London? Ah, ja. Rewind! Nein, bra! This is the sound of the underground. Okay. Und zwar, weil, ohne Scheiß, in unserer Teenie-Zeit, mein Kollege und ich, wir haben immer Ali G, haben wir geliebt. Das ist Sacha Baron Cohen, oder? Ja, wo ja schon ein Persiflage gesehen auf das alles. Ja. Und ich habe dann irgendwann ein fucking Video gefunden, wo wir mit 16 oder so sind wir mal snowboarden. Und wirklich, in dem Video, weißt du, jeder so, weißt, über so einen 10 cm Kicker. So, hey, jump mal drüber, oder? Und dann filmst du so, wie der andere drüber jumpt. Aber das ist nur mit einer fucking alten Video 8 Kamera gesehen. Und dann ist es wirklich so, I respect, I coming at you like Cleopatra. Wirklich, wir haben nur so geredet. Ich lieb's. Ich lieb nichts mehr, als wenn wisse Leute einen jamaikanischen Akzent machen. Ich lieb nichts mehr. Kannst du wahrscheinlich YouTube eingehen? Chet Hanks at the Golden Globes. Das ist, wenn ich das Video gesehen habe, CHET, wenn ich das Video gesehen habe, ist für mich die Familie Hanks in Olymp vom Entertainment aufgestiegen. Der Tom Hanks Sohn, der an den Golden Globes das Gefühl hat, er ist ein Rastafari Musician. Warte schnell, dort das Video. Big up the whole line. Massive, it's your boy Chetna, coming straight from the Golden Globes, you watch him. Me see me father Tom Hanks presenting in a while, soon forward come. Big up, tune in. Es ist einfach ein Tom Hanks, sein Sohn, wo an den Golden Globes
fucking Reinkarnation von Bob Marley auf den Teppich legt. Oh mein Gott. Und ich habe das Video ungelogen über 10.000 Mal geschaut. Und immer wenn ich ein bisschen einen im Geschirr habe, fange ich so an zu reden, weil ich mir denke, das bin ich. Das bin ich. Ich liebe es. Er hat dann auch so ein halbes Jahr später hat er so einen Podcast über so Covid-Vaccines gemacht. Er hat die es ist wirklich so. Es ist. Also das ist der Hank-Sohn, was es genommen hat. Ja, oh ja. Oh, ja. Er hat dann auch so Fotos gemacht, so oben ohne auf einer Harley, hat einen Rap-Song rausgebracht, nachher hat er dann wieder gelöscht. Dann haben sie gefragt, warum er Patois geredet hat. Dann hat er nochmal Patois geredet, dann hat er gemerkt, es ist vielleicht nicht ganz so okay. Dann hat er gefunden, ja, es war halt eine Phase. Oh mein Gott. Big up the whole island, straight from the Golden Globes. Aber jawohl, das ist wie die Island Boys, kennst du die? Oh jo. Ah, nein, aber der Island Boy, also dort ist ja, das ist ja, das sind 7 Generationen Inzest. Ich meine, schau dich mal an. Das sind ja wirklich so deformierte Babys. Können Sie mal Island Boy, Island Boy. Und ich denke, sie haben nicht ein Silberreim. Aber sie haben einfach mehr, sie haben schon mehr Entertainment-Faktor, mehr Geld verdient, als du und ich je werden. Es ist wie so, ich glaube, wir müssen uns auch Dreadlocks machen und davon komische... Eine Mini-Reggae-Phase ist eben schon mit 13, 14 gesehen. Ich habe zum Glück nie eine Reggae-Phase gehabt. Ich bin zum Glück immer high genug gewesen, um nicht chillige Musik zu hören. Es ist Hip-Hop und Metal. Es ist so, weißt du, so aggressive Hip-Hop und Metal. Mhm. Das sind so die zwei Gears, die ich habe. Und dazwischen dann so ein bisschen etwas Sentimentales, Klassisches. Ja. Yeah. Was denn? Mm, was ist auf der Moods-Playlist von Matteo Gudenrath? Nee. Soll ich sie auspacken? Ja, also, warte, also gut, ich erzähl das. Erzähl mal! Auf der Moods-Playlist von Matteo Gudenrath, wenn ich so einen Hänger habe, yeah. Dort sind Klassiker drauf wie Impossible von James Arthur. Ah, ist ja noch nie ein Klassiker. The Funeral, okay. Band of Horses. Alter, Winter Aid, The Wisp Sings. Den kenne ich nicht. Birdie, Wings. Sicher nicht. Tom Rosenthal, Go Solo. Crimer, I Want You to Know. Einfach so. Okay. Einfach so. Yeah. So, ne? Neocitran, Decke bis ans Köni. Da! Yeah. Oder der Klassiker. Das sind, was ist bei dir? Ja, so. Eine. Wie heißt der Typ? Oh mein Gott. Der hat ein Cover. Dancing on my own oder irgendwie so. Oh ja, ja, voll. Der, wo bei, aber das ist der Dude, der bei X Factor mitgemacht hat. Richtig. Oder Talent. Britain's Got Talent. Eins von beidem. I'm in the corner, ja, genau. Watching Callum. You kiss her, ooh. Callum Scott, genau. Nein, zeig's nicht, sonst warte mal gerade Pult, ich weiß es. Ah. Bei Musik geht's 2 Sekunden. Ja, und dann, aber der James Arthur hat ja auch mit Cover, der James Arthur ist ja mit Covers groß geworden. Ja, das ist schon einer von den wenigen, so Britain's Got Talent, X-Factor. Ja, aber das ist einer von den wenigen, der nachher trotzdem bis heute eine Karriere hat. Das ist richtig krass. Gibt immer so die ja, und der Callum Scott ist irgendwie auch noch dabei. Der tut das halt auf so dumme... Ja, voll, da gibt's noch. Der tut irgendwie so dumme House-Songs. In my head I'm going round again. Hey, look. Wenn man ein limitiertes Potenzial hat, muss man es halt maximal monetarisieren. Hey, so. Ich weiß. Du und der DJ Antoine wissen beide. Du Basel DJ represent. Antoine. Basel represent. Saint-Tropez, timeless classic. Sagt mal, was ihr wollt. Ich pumpe das, bis ich stirb. Hey, vor allem, ich bin dort in Amsterdam gesehen und das Ding kommt die ganze Zeit am Radio und du bist so, yeah. Ja, fucking represent. Egal, wo ich bin, wenn Saint-Tropez läuft, als ein Stück Heimat, kannst du mir sagen, was du willst. Ja. Er ist vielleicht ein bisschen ein Idiot, ich kenne ihn nicht. Ich kenne Leute, die für ihn geschafft haben und sagen so, hey, ich glaube, er hat ein bisschen Ecken ab. Aber ich respekte den Hustle und ich respekte den Song. Von dem her, Shoutout. Und ich hatte sehr wenige Interaktionen gehabt bis jetzt mit ihm, aber sie sind immer fucking hilarious gesehen. Ja, er wirkt wie jemand, der so ein bisschen detached ist von der Realität. Es ist so, ich glaube, Swiss Music Awards sogar. After Party im Kaufleuten, im oberen Dings, so der Himmel oder wie der Teil immer heißt. Noch nie gesehen, aber ich sage ja, das war ich schon mal. Es gibt ganz oben Free Drinks. Free Drinks. Also DJ Antoine ist irgendwie 2 Meter groß, oder? Ja. Und ich stand da, ich irgendwie noch für andere Welle holen, irgendwie weiß doch auch nicht, 4 Bacardi Cola oder sowas. Ja. Und stand hinter ihm und dann sieht er mich und macht, hey, Basel represent! Und ich so, hey, alles klar, so, oder? Schon fast in die Hose gepisst, bis der DJ Antoine ist. Und dann sagt er so, ich bestell gerade, was willst du? Und ich so, 4 Bacardi Cola, oder eben, was er immer gesehen ist. Dann bestellt er die, weil er ist ja viel grösser und er ist vor mir.
Ich liebe jetzt, grösser sein ein Grund ist fürs Bestellen. Jo, hast bestellt du vor dir, mir weil er ist grösser. Danke! Ich, ja. Ich hatte so, hallo! Du hast schon einen Dresden so, so, Mister, Mister! Ich so, hallo! Ich hätte gern! Und dann gibt mir die vier so, gibt mir sie so und sagt, gehen auf mich. Dann ist schon weggelaufen. An einer Afterparty, wo es nur Free Drinks gibt. Und ich weiß bis heute nicht, ob es ein Witz war. Oder ob. Ich hoffe, es ist ein Witz gewesen. Oder jemand denkt, hey, ich bin einfach so eine geile Sache. Du stehst dann so verwirrt dort und so die Barkeeperin steht so dort mit so einem 20er-Nötchen. So, was genau? Nein, aber das ist ja... Er sieht aus, als hätte er immer eine saugute Zeit. Und er sieht auch aus, als wäre er wirklich so losgelöst von der Realität von der Welt. Weißt du, ich meine? Es ist so, definitiv. Die Russen könnten jetzt auf den Knopf drücken und es würde so beim iPhone so der Alarm losgehen. So, im Fall Langstrecken-Marschflugkörper sind auf dem Weg nach Deutschland, Atomkrieg geht los. Und also, okay. Ja, was heisst das denn? Das ist in dem Fall. Aber also, nach Terwil kommen sie ja nicht. Das ist so. Und ich liebe das. Ich würde gerne mal mit ihm saufen. Weißt? Das ist wie so, weil du bist dann unbeschwert. Weil er ist in so einer Stratosphäre von I don't give a fuck anymore. Das ist ja das Schöne, wenn du eine Karriere hast wie Nas. Ja, so, ja. Alter, du machst mit Press Play Millionen. Millionen. Du hast der Vivo läuft, man seine Buden in den Tier. Immer wenn ich gehe wandern, so dort Ettigen, Oberwil und so, kannst du so übers Bruderholz laufen an, zurück an den Bahnhof. Uh-huh. Und ich laufe halt oft an seiner Bude vorbei, wenn ich dort gehe wandern. Ich meine, es ist ein Schloss. Es ist einfach ein Schloss. Uh-huh. Es ist nicht ein Haus, es ist ein Schloss. Mit einem Haus, wo andere Leute sehr viel Geld dafür zahlen würden als Nebenhaus. Uh-huh. Und eine Hecke drumherum und irgendwie so zwei so auf. Es ist einfach so. Ich bin mal in seiner alten Villa gesehen, in Sissach. Mm. Und schon nur die ist insane gesehen. Also insane. Kann ich mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie insane die Bude jetzt ist. Das ist fucking gigantisch, Alter. Aber yeah. Ja, sei ihm gegönnt, Alter. Er hat Kassler dafür. Er ist am richtigen Zeitpunkt, richtigen Ort gesehen. Und der Song ist ein Banger. Ja, da auch. Kann ja. Man nicht haten. Ja, der Song definitiv. Ist absolut dabei. Aber gibt es sonst das Schweizer Musiker, die so das Level an fucking Money haben? Weil er ist schon. Ich würde sagen, der DJ Bobo. Das Level an Geld? Ja. Wirklich? Ich glaube sogar mehr. Weil der DJ Bobo ist zu einer Zeit am Start. Ah, der ist ja in Deutschland recht abgegangen mit den Stage-Performances. In Südamerika. Und mit dem Chihuahua-Song hat er ja noch schnell. Ich weiß nicht. Ist irgendeine komische Statistik ist mit dem Song gesehen. Der ist auch auf ganz vielen Orten, ist auf Platz 1. Irgendwie in Mexiko ist er dann auf einmal riesig gesehen. Ja, wenn nicht dort, wo sonst. Und der DJ Bobo ist halt in einer Zeit gesehen, wo du wirklich noch Tonträger verkauft hast. Ja. Fucking Tonträger. Ja, ja, ja. Und nicht Streams und 100 Millionen Klicks und so. Das heisst... Was haben wir da jetzt gerade? Eine Liste von der reichsten Schweizer Musikerinnen und Musiker? Ja, aber ist da jetzt Tina Turner auch dabei, oder was? Weißt du das? Ja, Tina Turner ist schon Platz 1. Ja, nein. Ist ein Generational Gap, nope. Lieber zählt Matteo. Nicht. Vor allem, sie ist keine Schweizerin. Also sie hat jetzt vielleicht den Pass, aber sie ist keine Eidgenossin, weißt du, was ich meine? Ja. Also klare Grenzen ziehen, Freunde. Ja, wieso ist Tina Turner Schweizerin? Ich habe das gestern erst oder vorgestern zum ersten Mal mitbekommen. Sie wohnt in der Schweiz. Aber sie hat einfach, also sie ist zugezogen, eingebürgert worden. Also sie macht ja keine Schweizer Musik. Und das ist, was ich meine. Es ist wie so der DJ Bobo kommt von hier und macht Schweizer Musik. Also halbwegs Schweizer Musik. Ja. Als Handögerli früh eingesteckt. Aber. Gut, Schlagerleute, ja, Berti Segli, Frau Signordi. Warum sind die Leute alle gemalt? Also, was ist das genau? Warum machen sie keine normalen Fotos? Was ist das für ein Copyright. Fucking. Was ist das für eine Vergewaltigung von einem Foti? Da ist er. Ja. Hey, guys. So, wie viel Geld? As you know, right now there's a recession, so don't have any water in my pool, but why don't we swim in champagne? Blöck, blöck, blöck. Mein Lieblingsvideo vom DJ Antoine ist während dem ersten Lockdown, wo er so mega bekümmert bei sich daheim mit einem Glas Prosecco auf so einem Gartenmöbel sitzt und so in die Kamera schaut und wirklich so bekümmert. Er sitzt so dort mit so einem Prosecco und sagt so, wie lange soll das noch weitergehen? Wann können wir endlich wieder in unsere Ferienwohnung gehen? Stimmt, das ist einer gesehen. Achso, weißt du, einfach so, 80-Jährige intubiert am Sterben, Alter. Die Leute müssen so per FaceTime ihren Familienmitglieder Abschied nehmen. Niemand weiß, was die fucking Krankheit macht. Einfach so, ganz Italien ist eine grosse Leichenschauhalle. Erster Lockdown, die Welt ist am Eskalieren. Und der DJ Antoine sitzt in fucking Terwil auf der Veranda. Wann können wir wieder in unsere Ferienwohnungen gehen? Das ist, was ich meine. Weißt du, detached von der Realität.
Qualität absolut. Auf einem Level, wo du, der kommt nicht mehr zurück. Ich suche schnell mein absolutes Lieblingsvideo, wenn ich das habe. Wird das eigentlich color graded? Warum sehe ich wieder aus, als wäre ich mein Leben lang in einem Kellerabteil gewesen? Ich sag jetzt, bist du Bucket. Ich bin mehr tanned als das. Ich sehe, ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, du gibst mir immer die scheiß Kamera hier und du siehst aus, als wäre so, als hättest du Farbe gesehen. Willst du wechseln? Alter, nein. Und ich sehe wirklich aus, als würde ich sehe wirklich aus, als würde ich heute Nacht schlafen und morgen Morgen wegen meinen sieben Zwergen. So sehe ich aus, das ist der Hutton, den ich habe. Ich zeig dir jetzt, dass es nicht fucking Kamera ist. Nein, schau mal, wie also erstens mal, schau mal den Oberarm an, Alter, siehst du das? Das ist, hä? Da werden wieder Sachen kaschiert. Hä? Das ist wieder ein selbstsicherer Mensch. Nein, also da sehe ich jetzt viel besser aus, habe ich das Gefühl. Also, dann sitzen wir halt jetzt so. Zeig mal den Close-Up. Ah, das ist meine bessere Seite. Ah, du musst halt noch ein bisschen üben. Man muss seine Angles kennen. Christoph, darf ich dir den Link auf WhatsApp schicken? Ja. Es hat gerade getönt. Als würde Christoph schnell müssen verarbeiten, was WhatsApp ist. Warte, in seinem Kopf so, ja, was ist das nochmal genau? Ja, warte, das habe ich doch. WhatsApp habe ich doch auch schon gehört. Es ist WhatsApp, nicht Watson, okay? Okay, also, ich muss schnell ein kleines Setup machen für das Video. Mhm. Das ist mein absolutes Lieblingsvideo von immer noch DJ Antoine. Ja, und zwar, bevor du Play drückst, das ist noch. Ist ein paar Jahre her, von meiner Energy-Zeit. Ganz kurz, bevor. Okay. Wäre es möglich, hast du Kontakt? Könnten wir mal zu dritten Podcast mit ihm haben und uns mit seinem Champagner zusaufen? Wäre es möglich? Es wäre ein grosses Ziel von mir. Soll ich dich dann auch einladen? Ich meine. Mhm. Wir haben ihn auf der Liste. Absolut. DJ Bobo haben wir auf der Liste. Absolut-fucking-lutely mit dem DJ Antoine und ich reibe den Moritz Schädler bis ans Ende von seinem Leben unter die Nase. Und. Sie Champagner und wir machen, it's a party. Oh yeah. Ich will nicht reingrätschen, wenn du ihn selber willst interviewen, natürlich, aber es ist wie so, wenn die Möglichkeit besteht. Ja, was heisst reingrätschen? Es war ja eh nur du am Reden. Nein, ich würde mich zurücknehmen. Okay. Außer wenn ich gesoffen habe, dann. Also, das ist ein Video, das für Energy gemacht worden ist, wo irgendein Energy-Event war, Energy Air. Und alle haben mir so ein Video schicken, alle Akte, die auftreten, haben mir so ein Video schicken, so quasi, hey, wir sehen es und wir freuen uns, okay? Und das ist dann zusammengeschnitten worden. Und es ist ganz wichtig, dass man das Video in voller Länge schaut, weil dann kriegst du das Ausmaß von der Power vom DJ Antoine mit überhaupt. Okay, jetzt können wir es laufen. Here we go. Das ist ganz wichtig. Wir laufen Land, geht's aber neben uns nicht. Schau mir jetzt 5 Minuten lang. Yeah, wir sehen uns im Energy Air. Du brauchst das, glaub ja, ich brauch das jetzt. Okay. Hey, I'm Izzy Fizzy and you're listening to Energy Air. Mix and Juice. Hey guys, we're Philato von Keras. See you at the Energy Air, the 3rd of September. Mia Xin, Us! Woo! Hallo meine Lieben, ich bin's Anna Kenzig und wir sehen uns am Energy Air. Ich freue mich riesig. Hey out there, this is Julian Peretta, Energy Air. Mir sendt euch. Was geht ab? Ich bin der Manilio und wir sehen uns am Energy Air. Woohoo! Das ist die Energy. Das ist das Leben. Ich lüte es, wir sehen uns am Samstag, am 3. September im Stade Suisse in Bern, die Energy Air. John Watt, ciao. Hey guys, it's Dua Lipa. Aber das ist es. Okay, kannst du nochmal schnell zeigen? Nur schnell der DJ Antoine. Der Anfang ist einfach, das ist Spirit Animal. Er verpasst seinen eigenen Beat. Er verpasst seinen eigenen Beat. Nein, er trifft ihn genau. Er macht Fußgut. Nein. Bum, bum. Nein. Geh nochmal zurück. Das wird jetzt ausdiskutiert. Nein, er ist voll drauf, Alter. Was fährt er da? Was meinst du, was fährt er da? Ich sage Rolls-Royce. Ja, das ist ein Rolls-Royce. Ich erkenne es an der Tür. Nein. Nein. Nein, es ist ein Video. Nochmal. Das wird jetzt klar. Da gibt es einen Wahrentscheid.
ich sagen. Aber das Geilste ist, dass er dann noch sagt, straight aus Südflamme. Und am Schluss muss er noch seinen Namen sagen. DJ Antoine, ciao zusammen. Was für eine fucking Legende. Wir müssen uns kennenlernen. Oh mein Gott. Das ist die Energy, die ich in meinem Leben haben will von Leuten. Ich will so, das ist die Schweizer Version von, ob es bei euch gerade genauso läuft. I doubt it. Ich bin so froh, dass du den noch nicht kennt hast, den ich dir da geschickt habe. Na, aber das ist, genieße das Leben in voller Zug. Ich will mich doch nicht mit irgendwelchen negativen fucking Gefühlsduseleien auseinandersetzen, wenn man so Freunde könnte haben. Hey, falls du das siehst, DJ Antoine, komm, so, let's go. Ich schicke dir nochmal einen, den musst du dann halt von WhatsApp... Uiuiui. Das ist eben mein Liebling. Aber die anderen Acts sind alle fucking Schlaftabletten gewesen und dann kommt er und du weißt einfach genau, nur wegen ihm würde ich gehen. Die anderen Acts, hinter dem Auto am Singen, halt schnurren, und dann kommt er, du, Alter, das ist es. Wow. Hello guys, another workout session in my garden. But there is a big problem. I tried to refill my pool with water, but the pump is unfortunately broken. So what should I do? I called the workers, but they're not coming. So I tried to find my own solution. There is only one. So save water and swim in champagne. Work it, baby. Work it, baby. Dass du mal spruchlos bist, ne? Ich will sie Freund sein. Ich will sie Freund sein. Aber weißt du, das ist jemand, da kann man so viermal im Jahr halten wir das aus. Also das ist eine Energy, die wirklich so. Du musst mit dem auf die Welt gekommen sein. Das ist. Also, ich will mal an einer Gartenparty sein beim DJ Antoine und sie Champagner trinken und einfach denken, so muss es sich doch anfühlen, wenn du in L.A. in irgendeiner komischen Hütte sitzt und du bist so im Haus vom Wiz Khalifa. Und du sitzt dort und du bist einfach so, du hast Sonnenbrille an und denkst so, okay, das ist glaube ich besser als jede Safari. Weirdes Beispiel, aber okay. Na, weißt du, ich meine, es ist so, wie gern wärst du mal an einer Gartenparty beim DJ Antoine daheim? Hey, du kannst, also jeder kann gehen, du musst einfach zahlen. Wirklich? Ja klar. Was? Ja, wenn er seine Antoine-Events macht, könntest du einfach mal gehen. Bei ihm daheim? Ja, ja, du musst halt den Tisch kaufen und bla bla. Ja, habe ich aber gegeben, also Tisch kostet 5 Tonnen oder so, oder? Hey, lüg mal deinem Kollegen an, wo früher mit dir in der Schule war. Stimmt. Hey Brüdi, dumme Idee. Du hast es ja auf der Hüfte. Kann ich bei dir ein zinsloses Darlehen von 11.000 Franken aufnehmen? Nein, er soll dort einen Tisch kaufen. Und also du nicht, die kennen sich wahrscheinlich. Ja. 100%. Ja, ja. Die kaufen die Autos bei den gleichen Leuten. Also. Kennen sich, würde mich ehrlich nicht wundern, kennen sich 1000% kennen die sich. Also ich erzähl's nochmal eine DJ Antoine Geschichte. Bitte. Wenn du willst. Oh. Alle. Der Podcast ist ab jetzt eine offizielle Fansendung vom DJ Antoine. Stories of DJ Antoine. Nein, es ist, ich habe gar nicht gewusst, dass ich habe so gewusst, dass ich so drauf, aber ich habe nicht gewusst, dass er all the way so drauf ist. Also, Legende. Im fucking Unterliebli ist er im Team Rolls Royce mit irgendwie mintgrünen Sitz. Du musst dir vorstellen, hätte ich das Geld, das er hat, wie Mini-Promo-Videos für Comedy-Shows würden aussehen. Das wäre ein fucking feuchter Furz dagegen. Ohne Witz, Alter. Ich würde Chael Sonnen, Kobe Covington und Dan Bilzerian zu einer Person machen. Ohne Scheiß. Das ist der Grund, warum ich nie Geld haben darf. Weil ich würde mit zwei Rolls-Royces gleichzeitig fahren. Mhm. Also irgendwann hat er doch seine Hammerlimousine, hat er doch dann irgendwann wieder verkauft. Ja, Hammerlimousine gehabt. Dude. Yo. Das ist Commitment. Eine Hammerlimousine ist Commitment, Alter. Also, ich erzähle jetzt die alte DJ Antoine-Geschichte. Ich bin mit dem Baschi zu Nacht essen in Basel. Mhm. Und dort ist er frisch mit der Alana zusammen gesehen, die er jetzt geheiratet hat. Alles wunderbar, ja. Und die Idee war, er und ich gehen zu Nacht essen und sie ist auch zu Basel und vielleicht kommt sie später dann noch, wenn wir irgendwie Drinks nehmen. Okay. Ja. Yeah. Dann sind wir nach dem Nachtessen ins Trois-Rois. Baschi und ich, irgendwie 11:30 zu oben oder so, laufen dort bei der Lobby hinteren und Lobby
Ah, genau, und haben wollen schauen, ob es in der Bar Platz hat. Lobby vorbei. Oben oder unten? Unten. Also im Smokers. Nein, dann von oben. So. Ah, dann kenne ich das Trois besser als du. Ja, Smokers, Alter. Ja, du läufst hier oben rein und dann kommst du in die Brasserie mit so Riebling. Also in der Brasserie-Bar. Und du kannst aber runter und unten hat es die bessere Bar. Kleiner jo, Tipp. Jo, aber dort eben Smokers. Du rauchen, ja? Ja. Ja, wenn ihr Zigarre raucht. Geil. Voll geil. Also, wir haben oben schnell geschaut, ob es Platz hat. Ja. Laufen dort rein. In dem Moment ist Maschi am Telefon mit Alana. Und links hockt einer wirklich mit den Schenkeln so weit auseinander. Also mehr Manspreading habe ich noch nie dort gesehen sitzen. Ah, du meinst, er hat Ideen dafür? Ja. Yeah. Er hat Yogastunden genommen dafür, dass, dass er im 90 Grad seine Froschschenkel draussen hat. Und hockt so dort und sagt einfach so, ciao Jungs. Und ist irgendwie mit so zwei Business-Dudes, und ist irgendwie 11:30 zu oben und er schafft so dort mit seinen breiten Beinen. Und der Baschi wird so nervös, dass er in dem Moment einfach seiner dort neuen Freundin abhängt. Einfach wirklich nur so, hey, hoi, klack, sie ist weg. Und also was läuft? Und wir sagen, ah, ja, noch etwas trinken. Er sagt, ah ja, ich habe noch ein Business-Meeting. Und wir sagen, alles klar, Bar ist voll, sind wir führen. So. Dann, gut, irgendwann der Lana, wir trinken etwas, lalala. Und dann ist der DJ Antoine fertig mit seinem Business-Meeting. Und ist noch so nett gesehen und ist uns Tschüss sagen. Wirklich mega nett. Ja? Ist er so vorbeigekommen und hat gesagt, hey, ciao zusammen. Und der Baschi sagt, wirklich, der Baschi ist so nervös. Und sagt ihm so irgendwie so, hey, weißt du, wo ich morgen angegangen? Und er sagt, nein, Samoris. Und der Altmann sagt, die beste Antwort, die du nur kannst sagen, ist so, ah ja, ich vielleicht auch, weiß noch nicht. Und der Baschi sagt... Und das hat er auch nur gesagt, weil er es nicht hätte können ertragen. Es ist gar nicht auf dem Menü gestanden. Aber, sondern einfach aber, so, vielleicht, hey, ich vielleicht, den merke ich mal. Das nächste Mal, das ist der ultimative Shutdown von irgendjemandem, der sich freut. Ja, einfach dann, so, hey Dude, wir heiraten. Hey, ich vielleicht auch. Hey Dude, wir gehen auf die Malediven in die Ferien. Freue mich mega. 3 Monate Roadtrip durch Indien. Ich vielleicht auch. Habe im Lotto gewonnen. Ich vielleicht auch. Den merke ich mal. Weil er kann gar nicht zulassen, dass irgendjemand anders... Nice, Dude! Nicht schlecht, gell? Nice, Dude! Aber ich... Duff, Alter! Noch nicht fertig! Noch nicht fertig! Dann sagt Baschi, ja, der Philipp und ich, wir gehen Pop fahren. Und dann sagt so, dann einfach so, ah nein, jetzt mache ich nie mehr. Das habe ich einmal gemacht, habe ich mir in die Hose geschissen. Also, ciao zusammen. Dann ist er oft weggelaufen. Der Port wird nie ausgestrahlt. Bruder, es wird jetzt meine Lebensaufgabe, hier innen, in diesem Studio, dass wir hier sitzen und wir besorgen ihm auch einen Thron. Er sitzt nicht auf diesen fucking dummen Holzstuhl, wo wir da. No. Er kriegt ein kleines DJ-Set, aber er kriegt ein kleines DJ-Set, wo wir nicht einstecken. Fisher Price. Nein, wo wir nicht einstecken. Und dann soll er so ein bisschen Mix und wir schauen, wie lange es braucht, bis er rausfindet, dass es nicht eingesteckt ist. Wir lernen ab dem Laptop vom Solti, lassen wir seinen Sound laufen. Und also, jetzt sind noch gute Boxen da. Ja, voll. Wir lernen reinkommen und wir haben halt wirklich, wir haben so zwei Frauen mit Palmwedel da und das ist, und wir haben sie Champagner in so einem Magnum gekauft und so und dann hat er halt, dann sitzt er da auf dem Thron. Und wir sind da, um wirklich, ich will Geschichten aus seinem Leben und hören. Und besorgen ihm auch seine Kopfhörer. Ja. Kennst du das, seine Telefonhörer? Nein, was? Er hat so Kopfhörer, die er nur auf der einen Seite hat. Er tut dann immer so, aber sie sind nicht overhead, sondern es ist effektiv wie ein fucking Telefon. Nice. Mhm. Aber ich meine, ich gehe morgen nach St. Moritz, ich vielleicht auch. Ah ja, ich vielleicht auch. Es ist die respektloseste Antwort. Es ist die absolut respektloseste Antwort, die du jemandem kannst geben, der dir gerade etwas mitteilt, das ihn freut. Leg sie Kopfhörer! Alter, das ist das Ding, das du sonst in die Kaffeemaschine tust. Ja, das ist der Kolben. Da klopfst du aus und machst einen neuen Espresso drin. Aber er hört, was er als nächstes Lied. Es ist wirklich. Turntables out. Und nachher schraubt er es in der Hoteldusche an. Und wenn er noch eine Frau dabei hat, dann macht er noch die Fernbedienung. Ja. Oh Gott. Ich bin absolut hin und weg.
Ich bin hin und weg. Oh Gott. Hey, ich gehe morgen nach St. Moritz. Ich vielleicht auch. Weiß es noch nicht. Geringverdiener. Du elender Geringverdiener. Du möchtest gerne Schlagermusiker. Wow! Oh, ich habe nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass wir so einen Kulturschatz haben in unserer Region. Nächstes Mal, wenn ich wandere, Leute. Mit dem AK. Ich lüte. Sag hallo. Bitte, kannst du mir den Fake? Kannst du mir mein T-Shirt unterschreiben? Außerdem, willst du auf den Podcast von meinem Kollegen gehen? Ich lüte. Es ist einer, der gibt eine Frage. Vielleicht zu viel. Vielleicht gehe ich vorbei mit einer Flasche, die nicht sein Champagner ist. Und leere sie vor ihm aus und sagt, schau nur für dich, die hey, Plöre trinke ich nicht. Ich wasch für dich. Ja. Oder, also wenn er sagt, nein, mach doch nicht, dann fahre ich mit dem Töff vorbei und du einfach gäsele vor der Garage. Bis er kommt. Und sagt, sorry, geht das nicht. Ich sage, hör auf, wenn du in den Podcast kommst. Aber wie groß ist die Chance, dass er überhaupt daheim ist? Stimmt, das ist ein rechter Jetsetter. Er ist überall unterwegs. Oh. Ja. Yeah. Shit. Wobei, das vorletzte Mal, als ich dort war, vor einem Jahr, ist er gerade mit seinem weißen Escalade reingefahren. Ich habe ihn gesehen. Ich habe gewunken. Wirklich? Und er hat einfach gerade ausgeschaut. Und du hast gewunken? Ja, ich so, die Antoine, fucking. Und er einfach so. Einfach führen geschaut. Und ich so da links, den Hampelmann machen und auch so. Da ist er da, geht so 1 mm pro Sekunde auf. Ha, und er hat müssen. Und er hat einfach. Er hat müssen gerade ausschauen. Also, fuck. Alright. Der fucking Psycho, Alter. Nicht jetzt im Sicherheitsdienst. Hast du mehrmals gerufen? Ich habe Faxen gemacht. Ich bin mit Kollegen da gewesen. Alle sagten, du bist auf den Kopf gehalten. Und ich so, lügen an, du fucking Mascherie, das ist der Dude. Es ist eh schlimmste, wenn ich berühmte Leute, ich habe mal den Jan Sommer gesehen, vor der Kuppel. Mit so 3 so blonden Topmodels. Mit drei. Ich bin einfach daneben vorbeigelaufen. Ich so, der Sommer, hä? Ich war futz besoffen gewesen. Und er so, ja. Und ich so, Sali! Ich gehe diesen Leuten einfach auf den Sack. Es ist nicht so... Ich habe dann keinen Fan-Moment, sondern es kommt dann einfach etwas Komisches aus mir raus und ich verbalisiere es. Ich will den Leuten wie so zeigen, so, ich weiß, wer du bist. Und die Leute wollen aber nicht, dass man einem zeigt, so, ich weiß. Es ist wie so, dude, ich bin der Goalie von der Nazi. Das ist die schlimmste Interaction, die du kannst haben. So. Ah, ich meine, meine beste Celebrity-Interaction erzählt. Ich bin angestanden nach dem Ari Shaffir vor 3 Jahren. Und ich bin angestanden als Letzter, ich habe eine halbe Stunde gewartet und ich habe dann einfach, das Einzige, was aus meinem Maul rausgekommen ist, ich schaue an und so, how tall is Joe Rogan? Wirklich? Ja. Und dann so, about this tall? Ich so, okay. Alright, thank you. Dann bist du gerne. Aber gut, nein, ich habe noch Gras gegeben. Also, okay. Und das ist wirklich so in sich, also, oh ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sicher will rauch ich irgendein fucking Weirdo in Zürich sein. Yep, auf jeden Fall. Absolutely. Gut überlegt. Hey, gute Idee. Gute Idee. Oh mein Gott. Nein, du, das ist fucking crazy. Es ist wie so. Ich meine, du wirst wieder zum Kind. So schnell dort so, oh, shit, okay. Jetzt muss etwas Schlaues rauskommen. Also denk mir, how tall is Joe Rogan? Von allen Leuten. Und im Schädel erzählt. Es hat einen Putz, den ich es erzählt habe. Das ist schon eine der dümmsten Fragen, die ich stellen kann. Oh. Oh, vor allem, es ist wie so, ich habe gerade 2 Stunden die Comedy-Set geschaut und frage dich über die berühmten Kollegen. Du bist mir in dem Moment egal. Wenn ich die würde noch mehr treffen, so im Fall, kennst du Baschi? so. Ja, ist nicht weit davon entfernt, ja. Ja, das ist wirklich ähnlich. Das ist ähnlich auf den Kopf gehalten, Alter. Wow, aber ich bin gerade wirklich zutiefst berührt vom DJ Antoine. Das ist schon ein fucking Legend. Ich weiß nicht, ob die Stimmung jetzt noch. Aber die Stimmung jetzt noch toppen nach dem. Nein, ich glaube auch, dass das Highlight definitiv hinter uns ist. Das muss ich wirklich verdauen. Ja. Und mit dem meine ich den Podcast von letzter Woche. Was? Das ist das Highlight gesehen. Was ist der Podcast von letzter Woche? Weißt du? Nicht der mit dir. In dem Fall, danke fürs Zuhören. Ist das jetzt mein Wasser oder Dienst? Ich denke Dienst. Okay. Nein, ich fühle mich immer sehr aufgehoben hier. Ich habe immer das Gefühl, das tut meiner Karriere mega gut. Ich habe immer das Gefühl, ich mache wirklich so imagemäßig rechte Fortschritte, wenn ich da bin. Bis du nach 20 Minuten von irgendwelchen Nazi-Uniformen hey!
Ich habe nur gesagt, ich hab's verstanden. Dass sie modisch. Ich habe es verstanden. Weißt du, was ich meine? Oh, und weißt du, wie ich das auseinanderschnipseln will? Wenn du einen Fashion Contest zwischen Kriegsverbrechern hättest, die Nazis würden immer, wenn du einen Runway hättest, von Leuten, die Mode laufen. Das ist so Saddam Hussein, Genghis Khan. Ja, aber was ist mit dem Genghis Khan? Der hat doch nicht gut ausgesehen gegen das, Alter. Der hat irgendeinen alten Lederlappen angehabt und irgendeinen fucking toten Opossum auf dem Kopf. Hör doch auf, Alter. Nie im Leben, Alter. Das ist schon ein stylisch. So ein strammer junger Deutscher mit der Hugo Boss Uniform. Alter, fucking bitte. Der Osama bin. Jo, Alter, schau dir das an, Alter. Der sieht aus, als würde er mit beiden Augen in eine andere Richtung schauen, Alter. Die haben sie älter, sind Geschwister gesehen. Verzähl mir doch nicht. Ja, und jetzt gib mal bitte ein. Jetzt, wenn wir schon so fucking tief sind, jetzt gibst mal bitte ein Hugo Boss SS-Uniform. Ich möchte ganz klar sagen, aber du weißt, dass alles, was die Nazis gemacht haben, aber du weißt, absolut dass das verwerflich ist. Und ich finde nichts, was sie gemacht haben, nur im Ansatz gut. Und mir ist bewusst, was es für absolut schreckliche Menschen gewesen sind. Aber die Uniformen sind gut. Jetzt ist Hugo Boss, so, ich verstand's. Was ich will sagen. Der hat auch ein Glasauge. Holy shit. Der hat zwei Glasaugen. Was ist mit ihm passiert? Alter, bei dem kickt gerade der Filz. Wow! Der ist auf einen anderen Trip. Ich meine, wirklich so die ganz normalen Pechschwarzen mit den Stiefeln bis zu den Knien. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass das weniger fashionable ist, als was der fucking Osama Bin Laden gemacht hat. Aber du weißt schon, dass das heute ein Deutscher ist und dass jetzt will er das googelt. Ja, der schwarze Alter, Entschuldigung, der Voice Crack. Der schwarze Mantel, Alter, bitte. Es gibt heute 1000 Leute in Berlin, die so rumlaufen. Ja, die sind alle im Berghain. Oder wenigstens davor. Wow, ich kann meine Stimme hoch geworden und nicht da gesagt. Der Solti ist Deutscher, ich bin Deutscher. Oh wow, gibt es das als Cosplay? Gibt es Leute, die SS-Uniformen als... Ich weiß, was ich dir auf Weihnachten schenke. Nein, das geht zu weit. Das kannst du nicht machen. Aber du kannst doch nicht an einer Halloween-Party in einem SS-Kostüm... Hat nicht der Prinz Harry das mal gemacht? Ist in einer Hitler-Uniform ja. An einem... Okay. Ja, aber Engländer, die haben ja auch einen komplett anderen Bezug zu dem. Emil, ich möchte wirklich ganz klar sagen... Wir haben es verstanden. Ich bin kein Sympathisant von der Sache. Aber was ist mit dem Gaddafi? Also, der hat doch einen Style gehabt. Ja, nein, der Gaddafi ist zu out there gewesen. SS-Uniformen haben eine gewisse Schlichtheit gehabt. Der ist also mit Goldketten. Ja, ich mein, der hat sich Orden angehängt. Der hat einen fucking Orden angehängt, den er selber erfunden hat. Das zählt nicht. Ich meine, sorry, das ist vom Extent von Narzissmus. Gibt es schon kein größeres als Dude, ich habe mir irgendeinen farbigen Mantel an und mache auf da noch 37 Medaillen und Plaketten. Und dann auch immer die Kappe, die aussieht, als würde die Costa Concordia auf Grund laufen lassen. Also wie. Oh, aber schau mal, die Sonnenbrille dort, die ist ja richtig stylisch. Links? Kannst du dir vorstellen? Links? Ja, die Versace-Brille. Das die ist Arme. Das ist der Dude, der oh. im Club zu deiner Begleitung kommt und sagt, hey, wir haben einen Tisch, aber ja. Nur du. Ja. Nein, das ist der Dude, der am Ende der Bar sitzt und so die Barkeeperin findet, dass einfach der Typ unten an der Bar dir einen Drink spendiert und dann sitzt er da. Wir tun wirklich alle Leute leid, die mit dem Muammar al-Gaddafi haben müssen irgendetwas machen, Alter. Stell dir mal vor, die Frauen, die mit ihm haben irgendwie müssen intim sein müssen, das muss ja voll... Ich meine, ugh. Pure Folter. Uch, Alter. Oh mein Gott. Das ist Katastrophe. Da fällt nur noch der Blindenstock. Wow. Ah, der hat geraucht. Darum sieht das so scheiß ungesund aus. Der sieht eben aus wie so ein Dude, der so fucking 20 Jahre Blattspitz hinter sich hat. Also ich meine das. Nein, warte, da bleiben wir jetzt mal drauf. Das ist was Weltklasse. Ist es? Das ist Weltklasse. Aber das ist doch... So gehen doch Leute in New Orleans an Mardi Gras. Was ist denn das? Nein, jetzt machst du auf das eine Larve, dann können sie auch ein Dumbo mal sein. Gib mal bitte ein Most Fashionable Dictator of All Time. Look, wenn es eh nicht ausgestrahlt wird, ist ja scheißegal. Wenn es eh nicht ausgestrahlt wird, ist scheißegal. Ja, da ist er! Ja. Okay, aber der Inder da ist auch ganz, ganz okay mit den 1000 Goldscherben. Also bleiben wir doch mal bei gut. Top 3, ist das der Mugabe? Also der Gaddafi takes the cake, okay. Was haben wir denn noch? Mobutu.
Der wie Mobutu. Heißt der? Mobutu. Da kenne ich nicht. Zaire. Hier ist Leopardenkäppli. Oh, das hat schon Style. Geh nochmal rauf, bitte. Ja, geh nochmal zurück. Das hat richtig Style. Nein, aber der in der Mitte, der in der Mitte. Zuck, zuck, zuck. Jesus Christ, sollte man ausgeben. Ja, ja, er hat einen schnellen Finger. Er hat einen schnellen Finger. So, schau mal. Ist das Louis Vuitton? Das Oberteil, yes. Inspired. An African-inspired Louis Vuitton piece. Definitely a pimp chic vibe. Ich liebe, wie es so Fashion-Bloggers gibt, wo einfach so, hey, voll, die Kardashians sind ausgelutscht. Wir schauen jetzt Verbrechen gegen die Menschheit. Oh, der Ramzan Kadyrov. Das ist fashionable. Das ist cool. Das ist doch nicht fucking fashionable, Alter. Das sieht aus wie so eine Playmobil-Figur. Das wird ja von Tschetschenen gelüncht. Das ist doch okay. Der Ramzan Kadyrov ist doch der Präsident von Tschetschenien. Also Präsident. Der Anführer von Tschetschenien, oder? Das ist doch der. Ist das der, wo man seine Katze vermisst hat? Das ist doch Hasbulla. Nein. Das ist doch beim seine Katze vermisst? Ja. Und dann hat er das öffentlich gemacht. Das kann sein. Ich glaube, es ist der. Das ist weird genug. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst vor ihm und seiner Nation. Die sind fucking scary, Alter. Oh ja. Uff. Die sind richtig scary. Okay. Aber du siehst, der Gaddafi ist schon am Start gewesen. Ja. Gaddafi takes the cake, tatsächlich. Vielleicht muss ich alles zurückziehen, was ich über die Uniformen gesagt habe. Yeah. Bevor haben wir die Unterhaltung geführt. Ich auch. Bin auch froh, dass der Podcast nicht groß genug, dass es ernsthafte Konsequenzen wird haben. Ich habe das Gefühl, die Folge wird aufblasen. Genau die. Das ist eine Vision, der Wenn, Alter. Jesus Christ, schreibt halt einen Blickartikel. Aber es ist so, wenn Leute nicht checken, dass wir das nicht ernst meinen, dann sind sie verloren. Nein, das also, wenn Leute nicht checken, dass zwei Comedians... Sorry, nur schnell noch. Oh jo, mein best haircut, der geht immer an Kim Jong-un. Kim Jong-un. Also, er hat die grössten Hosen immer an. Er hat immer so Hosen, so breite Hosen an. Ja, die Aladdin-Hose. Na, wenn Leute nicht checken, dass zwei Comedians sich über Sachen lustig machen, dann tut es mir halt wirklich leid für sie. Es ist wie so, wie kann man das ernst nehmen? Aber ja, Kim Jong-un, absolute Legende. Ich liebe einfach, wie er schaut, dass seine Haare gleich breit sind wie sein Kopf. Es ist flat top reinvented, weißt du? Er trinkt scheinbar 4 Flaschen Wein am Tag. Das ist so geil, was es alles für Infos über ihn gibt. Ja, aber er hat die Yeonmi Park, die nordkoreanische Frau, die geflüchtet ist und jetzt die ganzen Podcasts macht und so einen Fernsehshow macht. Sie hat gesagt, er hat irgendwie 900 Orte in Nordkorea, wo so Pleasure Spots sind, wo man so hingehen kann. Und es sind immer irgendwelche Frauen da. Und es gibt 3 verschiedene Frauen, wo so Sorten Frauen, die ihm dienen. Es gibt so die, die ihm so... die ihn massieren und sich so um ihn kümmern. Dann gibt es natürlich die, die mit ihm ins Nest müssen. Und dann gibt es wie so die, die ihm so emotional support müssen, gerne so tanzen mit ihm und ihn so heben und so. Er ist einfach ein gigantisches Kind mit Atomwaffen. Das ist, was er ist. Er ist ein riesiger Bub mit Atomwaffen. Und das ganze Konzept von Nordkorea ist so wirr für mich, weil es ist ein Land auf dem Planet, wo es echt gibt, wo eine Familie es geschafft hat, dass irgendwie 50 Millionen Menschen, oder wie auch immer, oder wie viel, 20 Millionen Menschen, einfach so... Nordkorea ist der weirdeste Shit für mich. Es ist so fucking weird. Das ist schon sehr absurd. Es ist so absurd. Und ich habe erst letztens gelernt, dass Nordkorea Festlandverbindung zu China. Ich habe dann Korea ist generell eine Insel. Das habe ich gar nicht gecheckt. Es ist einfach China und dann direkt Nordkorea. Das ist Nordkorea. Eine Extension. Und Südkorea ist dann unter der Spitze. Das ist super weird. Das ist so quasi der asiatische Stiefel. Das ist Scala Liberotto von Asien. Oh mein Gott. Gut. Hey. So. Haben wir nichts gelernt? Ich überlasse dir. Wünsch dir weiterhin ganz viel Erfolg. Ich wollte mich noch hier bedanken für die Tour. Und für die schöne Zeit. Nein, danke dir. Ist eine super tolle Zeit gewesen, super geile Tour gewesen, sehr viel gelernt. Und einfach nochmal, falls also ich meine, die Leute den Podcast los wissen sowieso. Aber du bist ein fucking guter Dude. Du bist wirklich, 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 I appreciate you, du danke. Bist ein guter Dude, ich lerne viel von dir und Leute kriegen das vielleicht nicht mit oder weißt du, ich meine, es ist wie so, man weiß ja nie, was hinter den Kulissen passiert, muss man ja gar nicht sagen, aber ich kann ehrlich sagen, es ist wie so, ich habe viel von dir mitbekommen, es ist ja schön, dass jetzt... Ich kann mir sagen, wir haben einen emotional Moment. Ja, wir haben einen schönen Moment. Schau mir das,
Jetzt wird der DJ Altman. Ja. Hat auf die Führer geschaut. Autismus ist stark. Hat gefunden. Das nicht reagieren. Ja. Ja. Nein, aber es ist mir wichtig. Es ist wie so, ich muss es gar nicht da irgendwie da. Es geht gar nicht darum, dass man es da sagt. Es ist wie so, es ist viel Dankbarkeit rum und es hat eine Zeit gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Du hast mir immer wieder Rotschläge gegeben und ich im Moment denke so, halt mal. Und jetzt so ein halbes Jahr später denke ich so, ah, scheiße, er hat recht gehabt, fuck. Aber jetzt setze ich es halt wie um und es ist wie, es ist ja wichtig, egal was man macht, dass man Leute hat, wo einem voraus sind, dass die einem so ein bisschen von den Fehlern berichten und so ein gewisses Mentoring stattfindet. Ja. Yeah. Und das müssten die Leute in den meisten Fällen gar nicht machen, aber du machst es bei mir. Und das zeichnet jemanden aus. Weißt du, was ich nicht meine? Ich schätze das sehr. Und ich schätze es, dass das wird lang Fäden ziehen. Okay, Fäden. Aber weißt du, was ich probiert zu sagen? Absolut. Und ich verstand, dass du das so siehst. Ich empfinde es aber nicht als, man müsste es gar nicht machen, sondern ich finde das ein von der schönsten Teil von diesem Job und von diesem ganzen Business. Weil wir sind ja alle aus dem gleichen Grund das, wo wir sind. Nämlich eben, irgendwann haben wir alle einen Knacks. Und uns verbindet eben auch genau die Liebe zur Comedy. Und ich finde nichts geiler, als das können zu sharen. Mhm. Weil mit wem sonst? Auch Menschen, die das Comedy-Business super gut verstehen, verstehen trotzdem nicht, wie es ist, effektiv so einen oben zu erleben. Ja. Und mit einem Support, ich habe es mit dem Cenk davon gehabt, du teilst dann auch effektiv das Erlebnis. Und das gibt mir genauso viel. Das ist das Krasse daran. Und ich finde, es zeigt auch, wie die Szene jetzt immer wie mehr also explodiert, nicht so blöd, aber die Szene wird grösser. Und du hast nie das Gefühl, oh fuck, es wird wegen dem jetzt jemand anderem etwas weggenommen. Im Gegenteil, es expandiert und expandiert. Also weißt, und das finde ich das Schöne daran. Und wenn du an dem jetzt eine Freude hast, dann gibt mir das auch wieder Freude. Aber weißt du, was ich meine? Es kann ja nur expandieren, wenn Leute wie du, die ein Fundament gelegt haben, oder wie der Charlie, oder wie der Büssi, mhm, oder wie der Zucco, oder wie all die Leute, die jetzt wirklich, wo sozusagen mehrere Stufen weiter sind als jemand wie, mhm, ich, oder Leute auf meinem Level. Mhm. Das geht ja nur, wenn die Türen aufmachen. Mhm. Ihr könntet euch alle auf Solo-Tour begeben und einen Fick auf irgendjemanden geben und niemandem irgendetwas gönnen. Aber das ist ja nicht der Fall. Eben, weil es wird nur mehr, es wird nur geiler, oder? Das ist halt, wenn alle eine gute Zeit haben, haben alle noch eine bessere Zeit. Ja. Das ist halt schon. Aber das muss man realisieren. Ich habe es lange nicht realisiert. Generell so im Leben. Es ist wie so, du musst verstehen, dass niemand dir etwas wegnehmen kann, was du ihnen nicht gibst. Mhm. Und wenn du anderen, es ist wie so, ich lerne es erst jetzt, ganz im Ansatz ist so, wenn du anderen gut tust, es ist fast unmöglich, dass es dir noch schlechter geht. Ja. Yeah. Wenn du etwas gibst. Richtig. Anstatt dass, wenn du so eine Scarcity-Mentality hast und denkst, oh, die nehmen, weil dann bist du permanent am Backfield spielen und am Defense spielen und das bringt nichts. Wenn du in einer Strasse eine Bar aufmachst und du bist die einzige Bar in dieser Strasse, dann wirst du ein paar Leute haben, die sagen, ich komme immer in die Bar. Wenn aber gegenüber eine andere Bar aufmacht, die sicher nicht genau gleich ist wie deine, und nebendran nochmal eine, dann wird es irgendwann die Barstrasse, wo die Leute sagen, voll geil, komm, wir gehen immer wieder in die fucking Strasse, und wir gehen mal in die Bar, wir gehen mal in die Bar, wir gehen mal in die Bar. Und irgendwann kommt noch ein Restaurant und so weiter. Ja. Es ist genau das. Und es ist, habe ich schon mal gesagt am Podcast, Ubuntu. Big up the whole island! Ubuntu! Nelson Mandela hat das immer predigt und ist ein Lifestyle. Ist ein afrikanischer Lifestyle in vielen afrikanischen Ländern. Und es ist einfach die Philosophie. Ich kann nur so gut sein, wie du gut bist. Und ich kann nur so ein toller Mensch sein, wie du ein toller Mensch bist. Und das geht hin und her. Und das tut sich, es ist in Sport ist viel angewendet worden, für irgendwelche Teams. Gegen Boston Celtics haben so ein Championship gewonnen, weil alles so Alpha-Tier zusammengekommen sind. Und Doc Rivers dann gesagt hat, Jungs, damit das geht, muss jeder sein Teil machen, aber sich nicht als etwas Größeres sehen und als etwas Besseres. Und das ist das Ubuntu. Und es geht dann so weit, das ist eine neue Geschichte gesehen, wie dann zum Beispiel er irgendwie, weiß doch auch nicht, ist irgendetwas, irgendein Burger geholt. Mhm. Und dann haben sie gesagt, hey, das ist nicht Ubuntu. Du holst dir einen Burger,
aber nur für dich. Ich habe gemeint, wir sind alle zusammen in dem Ding. Oder? Und er so, okay, okay, stimmt, doch, fuck it. Und so gesehen ich es auch mit Comedy. Ich meine, es gibt keinen geileren oben, es gibt keinen geileren oben, wie wenn, Dernier, wenn du fucking reissest, dann der Cenko und reisst, ich habe eine Riesenstimmung, kann so weitermachen. Und am Schluss haben auch die Leute dort, wir haben eine geile Zeit gehabt, die Leute dort haben eine geile Zeit gehabt. Und das, das kann in allen Fällen weiterziehen, als nur der Raum. Richtig. Als nur, weißt du, was ich meine? Mhm. Das schlägt Wellen, wo teilweise, wo du gar nicht weißt, wie weit das gehen kann. Mhm. Und das ist aber das, das ist das da. Das ist, was es für mich bedeutet. Mhm. Aufopferung. Im Sinne von, kannst du einerseits anders akzeptieren, aber kannst du auch sozusagen mit einer gewissen Selbstlosigkeit anderen Leuten vielleicht Sachen geben, wo vielleicht Überwindung kostet, oder kannst du etwas geben, wo du dich davon musst loslösen, dass du nichts zurückkriegst. Mhm. Sondern du gibst einfach zum Gehen. Mhm. Und das Lustige ist, je mehr du gibst zum Gehen und nichts erwartest, desto mehr kommt dann aber irgendwie zu. Das ist so wie. Yeah. Sobald du fährst von Gehen, ohne zu erwarten, yeah, passieren an anderen Ecken und anderen Sachen, wo du denkst, Karma. Sofort nicht passiert. Karma, Dude. Ja. Wie heißt es? Ubuntu? Ubuntu, ja. Für was heißt das? Für was steht das? Vor allem im südlichen Afrika kommt da. Menschlichkeit, Nächstenliebe, Gemeinsinn. So wie die Erfahrung und das Bewusstsein, dass man selbst Teil eines Ganzen ist. Also auch eigentlich etwas Spirituelles, Religiöses fast schon. Ja, da steht's. Enthält auch politische und religiös-spirituelle Aspekte, die die Verantwortung des Individuums innerhalb seiner Gemeinschaft betonen. Sehr schön. Und das so, ist... Haben wir aber jetzt wieder die ganze Nazi-Sache wieder schön ausgeschaufelt. haben wir wieder schön ausgeglichen und sind wieder auf einer satten Null, was Image angeht. Hä? Nein, haben wir uns wieder gerettet. Aber das empfinde ich wirklich so. Mit Comedy und grundsätzlich im Leben. Und eben, es geht nicht mal darum, etwas zurückzukriegen. Es tönt so abdroschen, aber es gibt mir auch ein gutes Gefühl. Es ist wirklich so. Es gibt 100%. Auch mir ein gutes Gefühl. Ich lerne das erst jetzt. Wirklich, ich lerne das erst jetzt in den Baby Steps. Yeah. Aber Leute etwas geben, etwas für andere machen, von sich aus, was das teilweise in Leuten auslöst, schon nur ein Telefon. Ja. Hey, ich habe gerade mitbekommen, oder ich weiss, dir geht es gerade nicht so gut. Ich will nur, dass du weißt, ich denke an dich, wenn du mich brauchst, ich bin da. Yes. Das allein. Ja. Yeah. Das allein kann in jemandem eine Weiche stellen für den Rest von dieser Person ihres Lebens. Weißt du, was ich meine? Das ist mir, das haben Leute mit mir gemacht. Ja. Yeah. In den letzten eineinhalb Jahren. Das haben Leute bei mir gemacht und ich fand, weißt du, es ist so psychisch, mental, bla bla, war ich vielleicht nicht dort, wo ich war, wenn nicht Leute genau das mit mir gemacht hätten. Aber ich habe dort noch nicht gecheckt, hey, das kann man auch weitergeben. Sondern ich habe gedacht, wow, habe ich tolle Leute um mich herum. Yeah. Und mit dem hat es sich gegeben. Aber jetzt denke ich mir so, nein, das kann man, du kannst ja auch Teil von dem werden und das weitergehen. Das hörst du aber oft zum Beispiel, und dann hören wir auf. Aber wirklich, hörst du das oft vor? Zu fest, hast Self-Help gerade. Also, aber es ist wirklich so. Die Armketten, die machen langsam Sinn. Und zwar, weißt du was? Ja? Heute für ein Zeichen von meiner Großzügigkeit schenke ich dir eins. Oh. Nie im Leben um die die Armgelenk wird. Ich ziehe es ist, ich will das eigentlich nicht. Also einfach wegen der Optik. Es ist das Geschenk, schön, danke vielmals. Finde ich wirklich... Aber gibst du mir nachher zurück. Okay. Nein, auf jeden Fall. Bei Addicts ist das oft Geschichte, dass wenn jemand einem aus unserer... Look at the drip, Alter! Bei Addicts, ja. Dass wenn du so eine, ich weiß nicht, wie du die nennst, so wie eine Götti oder Gott kriegst, so die Person, die dir dann hilft. Also eine Buddy. Ja, in der Addiction. Ist die Meinung, ich mache das alles für dich. Die einzige Bedingung ist, du machst das irgendwann auch für jemanden. Weil so kann man ja effektiv Leuten weiterhelfen. Weißt du, was funny ist? Was? Der Satz. Ja. Yeah. Der Satz, und ich sage jetzt nicht, was es ist, weil es völlig egal ist. Ja. Yeah. Aber der Satz hat mir am Anfang von meiner Comedy-Karriere jemand gesagt, wo heute Duskersal fühlt, wo noch nicht hat, wirklich, hat sich keine Sekunde Zeit nehmen müssen für mich. Yeah. Und
Er hat sich eine Stunde Zeit genommen für mich, weil damals bin ich vor so ein paar komischen Entscheidungen gestanden und Leute haben mir angeboten. Also, wieso? Du weißt, wer es ist. Also, wieso? Ich muss gar nicht sagen, wer. Leute haben mir Angebot gemacht, ich bin nicht drauf klargekommen. Und er hat sich von sich aus bei mir gemeldet, hat das so ein bisschen mitbekommen, was dort abgegangen ist im ersten Jahr. Und ich fand, Alter, wenn du willst, reden wir. Wenn mich nicht kennt. Yeah. Ich habe eine Stunde mit ihm geredet und ich habe nachher gesagt, so, Alter, wieso machst du das? Yeah. Und er hat genau das gesagt. Yeah. Er hat gesagt, weil ich möchte, dass du das, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, möchte ich, dass du das für jemand anderes machst. Yeah. Und weißt du, was... Ja, dann ich denke, oh shit. Ja, und weißt du, was richtig, richtig nice ist an dem Ganzen? Ich habe das mega gern gemacht. Okay, alright. Da, weißt du was? Da, kannst grad, mach die Hand zu, nimm die Scheiße. Nein, also, love you, buddy. Danke vielmals. Peace Scheiße. Out, peace out. Danke, Christoph. Danke, Sandro. Und die Folge wird nie ausgestrahlt. Also, nächstes Mal erwarte ich drei Leute da, gell? Okay?